So, wie war das jetzt nochmal? Ich muss auf Freundschaft, Freunde, Player Session, Gruppe beitreten. Hallo Missy. Ist ja voll anstrengend. Der So. zweite Teil auch. Der zweite Teil auch. Dann ist gut. Dann können wir Waifus sammeln. Verbindung zu Spielern steht bei mir. Da, gib Luna doch mal ein bisschen Zeit. Ja, mache ich doch. Bin ich jetzt Spieler 2? Ich hoffe, es geht da weiter, wo wir aufgehört haben, ne? Ich kann es bereit machen. Fortsetzen. Bereit. Ah, jetzt kann ich bereit machen. Willst du wirklich mit Gib ihm mir doch mal ein befreundet bisschen sein? Zeit. Weiß ich nicht, Basato. Mein Charakter guckt immer dämlich. Ja, leider haben sie Ashley Tisse halt wirklich komplett verhunzt. Ich weiß auch nicht warum. Vielleicht spielt er wieder allein weiter. Ja. Ja? Aber ja, die Grafik ist schon echt krass. Vereinfache. Die Grafik ist mega krass. Du kannst da noch bereit machen. Nee, ich wollte ja jetzt noch gar nicht. Ach du, Ich habe gerade okay. noch Chat gelesen und geantwortet. Vielleicht sieht die Ashley heute auch einfach so aus. Nein, die sieht eigentlich hübsch aus. So, dann tschüss, Dominik. Obwohl, nee, wir starten Tschüss. ja gleichzeitig. Wir sind da ja in der gleichen Szene. Hallo, Alicia. Du kannst ruhig Hallo, Alicia sagen. Hallo Alicia. Nicht so weit. Wenn sie uns angreifen, dann wahrscheinlich vom Abgrund aus. Wenn? Noch so optimistisch, Lieutenant? Ich sag's dir, der Colonel würde seinen Arsch verlieren, wäre er nicht angewachsen. Ist unser neuer Freund da unten? Salim? Nee, der ist weg. Wir wissen überhaupt nichts von unserem Feind. Wir kennen weder Gebiet noch Truppengröße. Wir sind arm dran. Keine Ahnung, wie Ja. lange die Tore sie aufhalten. Ich hoffe auf das Funkgerät. Wir reparieren es, rufen Verstärkung. Sorgen für Gleichgewicht. Sollte da oben ein Funksender sein, wird er nicht allzu weit reichen. Verdammt! Hätte Eric Luftunterstützung erbeten, würden die das Signal empfangen. In den Arsch gefickt vom Obermacker. Bitte was? So, sowas sagt man aber echt nicht. Du bist heute übrigens echt unfreundlich. Ja, ich hab's gelesen. Und du sollst Ich netter zu bin. deiner Chefin sein. Wer ist meine Chefin? Ich. Du bist mein Oh. Mod, du bist mein Sklave. Oh, okay. Also, ich bin nett zu dir. Soll ich dir noch Kaffee bringen? Als ob ich Kaffee will. Waifu-Kaffee. Ja, das ist was anderes. Kenn dich. Aber es hat heute mehr Lust auf Barry, danke. Okay, bring ich dir. Domi hat nicht Platz 1 bei den Bits verdient, Lunali 1 PF. Dankeschön, Geschichtenerzähler. Und ja, ich finde auch, dass der Dominik das nicht verdient hat. Finde ich auch. Dankeschön, Geschichtenerzähler. Hallo, Torin. Es ist gerade auch nicht so schlimm. Ich gucke gerade nur eine Tasse an. Bleiben eigentlich die Sandwiches. Ach, locker, weißt Wie raffiniert. Sie fälschten eine Ausgrabung, um Grabräuber abzulenken. Krass. Sie wussten, dass hier unten was Besonderes war. Krass. Hallo, kurzer Hexer. Hey, warum standest du gerade bei mir neben mir, aber du bist ewig weit weg? Hä? Weiß ich nicht. Backt das Spiel schon wieder? Dominik! Ja, was denn? Jetzt, nee, es wird hier jetzt nicht gekämpft. Du hättest ruhig Geschichtenerzähler den ersten Platz lassen können. Der hat gesagt, ich habe den nicht verdient. Das ist gemein. Sowas finde ich nicht okay. Geschichtenerzähler, du hast ihn gut gebaitet. Dankeschön, Dominik, für die 1000 Bits. Sehr, sehr lieb von dir. Dankeschön. Warte, Nimm mal vielen, gerne. vielen Dank. Ja, hier, kuscheln. Lunali 1 Nee. Halbtränk. So ein bisschen Bro-Hack und so. Was, Hackfleisch? Ja, Hack ist gut. Ich mag Dankeschön, Hack. Lorca. Dankeschön. Vielen Dank für die 100 Bits. Und ja, tschü Na, ja, so ist tschü. man jetzt mal Hype-Train. Jetzt können wir weiterspielen, oder? Geht's hier überhaupt weiter? Wahrscheinlich nicht, ne? Wir müssen wahrscheinlich wirklich zum Funkgerät. Ich gehe mal zum Funkgerät. Vermutlich. Ich habe Angst, dass wir sterben.
musst mir helfen, das Ding zum Laufen zu bringen. Damit kenne ich mich aus. Ich glaube, ich sollte das zum Laufen bringen. Das Ding wurde doch sabotiert. Aber wo warum? Wer denn jetzt her? Was Besseres haben wir nicht. Wenn sich was bewegt, Rückzug. Drin ist es sicherer. Sind Sie da sicher? Max loben, Vado, weil unfreundlich Lunali 1 PF Service 2 Zehntel. Dominik, das für was? Dich. Dankeschön, Lörker. Wow. Oh Gott. Man ernte, was man sieht, Domi. Oh. Jetzt übertreib doch nicht so. Jetzt übertreiben Sie wieder. Das ist halt echt nicht schön, sowas. Dankeschön, Geschichtenerzähler. Dankeschön. Vielen Dank für die 1000 Bits. Dankeschön. Dankeschön. Dominik! Du sollst hier dabei spielen. Ich mache halt nicht Pause. Ja, aber... Weißt du? Bei dir lebt Erik Beutel. Hä? Natürlich, bei uns leben alle. Dankeschön, Dominik, für die 500 Bits. Dankeschön. Ja, bitteschön. Aber du sollst eigentlich spielen. Ich gucke jetzt nochmal nach den Charakteren. Dominik, unsere Ehe ist... Ach nee, jetzt. Ach, ich bin Nick, ach so. Ach so, ja, den mag ich eh nicht. Ich schon. Sag mal. Lass dich doch nicht mitbaiten. Dankeschön für die 500 Bits. Dankeschön. Guten Abend. Heute habe ich gelernt, dass es eine Luna-Motte gibt. Das war schön. Es gibt eine Luna-Motte? Aber dankeschön, awesome. Vielen Dank für die 300 Bits. Guten Abend. Dankeschön. Dominik! Ja, bitte? Die Rehe gut laufen würde, würde ich mir sagen. Ja, das kann doch sein. Salim und ich mögen uns. Ich mag mich selbst. Dankeschön, Dominik, für die 600 Bits, aber jetzt lass es doch. Ja, also, wir müssen gleich spielen. Ja, ich brauche Konzentration hier. Du wolltest auch mal nach den Charakteren gucken, hast du gesagt? Ja, habe ich gesagt. Ich bin vorsichtig, romantisch, tapfer und tolerant. Da sehe wie komme ich da jetzt hin? Kauf dir davon, ich drücke hier R1, R2. Einen Halb Lunali, ein Herz. Kannst du bitte aufhören, Geschichtenerzähler zu unterbrechen? Das höre ich nicht. Dankeschön für die 600 Bits. Vielen Dank, dankeschön. Aber eine Motte kaufen, lebt die? Wie lange lebt die so? Und dankeschön für die 600 Bits. Vielen Dank, dankeschön. Bei mir hat keiner Schmerzen, Torin. Ich kümmere mich gut um die Menschen da. Oh, ja, du musst auf Sammlung und Charaktere gehen. Ich hab schon. Ich muss bereit wieder rausnehmen. Ja, natürlich. Macht ja auch Sinn. Ich bin heroisch, pragmatisch und zuversichtlich. Du bist Jason gerade, ne? Ja. Ach, ein echter Ehrenmann. Ja, ich bin aber tapfer, tolerant, vorsichtig, romantisch, ein bisschen selbstlos und ein bisschen rechtfertigend. Selbstlos. Bleibe für Luna. Das wollen wir noch sehen. Dominik, du, jetzt unterbrichst du auch noch Alicia. Dankeschön, Alicia. Oh Gott, ich bin jetzt einfach leise hier. Dominik. Lena. Was soll denn das jetzt? Ihr habt mich gebetet, das geht ja wohl nicht hier. Ja, aber dann lass ihm doch den Sieg. Jetzt lasse ich ihm den Sieg. Das nächste Mal lasse ich es ihm. Ach, das nächste Mal? Wow. Ja, also wenn er jetzt nochmal, also da mache ich nicht mehr mit. Wir sollen Luna Brot schenken? Oh. Oh, weißt du, mir Brot schenken? Ich nehm's, aber bitte Schimmelbrot. So gut aussehen wie möglich. Ja. Dankeschön. Vielen Dank für die 100 Bits. Dankeschön. Okay. Machen wir weiter. Oh, warte mal. Ich wollte gerade eine Sache noch gucken. Als Abwehrmechanismen geben Larven als Warnung Klicks ab und erbrechen auch den Darminhalt. Wie niedlich. Das ist ja wirklich super niedlich. Sie erbrechen den Darminhalt, die Lunamotten-Larven. Das ist jetzt nicht so niedlich, wie ich jetzt erwartet hätte. Ja, same. Dankeschön, Austin, für die 646 Bits. Vielen Dank, dankeschön. Leibe, Lunali, ein Herz, Lunali, ein Herz, Lunali, ein Herz. Dankeschön, Austin. Vielen Dank für die 646 Bits und für diesen tollen, informativen Beitrag zu den Lunamottenlarven. Danke, ich fühle mich jetzt besser. Die sind echt niedlich.
Und Dankeschön, Geschichtenerzähler, für nur 900 Bits. Vielen, vielen Dank. Geschichtenerzähler, du übertreibst das. Du übertreibst. Pass auf dein Geld auf. Lass dich nicht so baiten von diesen Menschen. Er hat angefangen. Ja, kein aber... Kein Hype Train wird zurückgelassen. Kein Hype Train wird zurückgelassen. Danke für die 100 Bits. Und Tutu. Ja, natürlich. Ja, Hype Trains werden immer mitgenommen. Da die, also das sind, ich meine, das sind Züge. Jeder mag Züge oder so. Danke euch. Vielen, vielen Dank. Ja, der hing. Das habe ich auch gesehen. Das habe ich auch gesehen. Der war genau auf 100. Okay, machen wir weiter. Mhm. Ich repariere jetzt ein Funkgerät. Ist da nicht der Iraker irgendwo? Mod. Er ist in die Tunnel gelaufen. Er hat angefangen. Punkt nun. Ich glaube, wir müssen noch ein bisschen warten. Also, ja, es ist noch nicht fertig, ja. Danke, Lurke. Danke für die 100 Bits. Er hat angefangen. Das ist erwachsenes Modverhalten. Mhm. So macht man das. Achso, Torin, ja, klar. Also ich bin wahrscheinlich schon längst stumm wieder. Aber verstehe ich. Einen krummen Betrag genommen hat. Ah, ich glaube nicht, dass der Hype Train da so Probleme hat. Nächsten Monat wird es weniger versprochen. Ja, da freue ich mich. Warte mal, stopp. Modding. So funktioniert das nicht. Nee, so funktioniert das nicht. Ich sollte mich, glaube ich, über mehr Geld mehr freuen und über weniger Geld weniger, oder? So funktioniert das als Streamer, ja. Richtig? Okay, gut. Habe ich richtig gelernt. Ich weiß zwar nicht von wem, aber hey. Ich bin die angereiste Rampe. 99,99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 
Dankeschön, Fleischwolf, für die 5 Subgifts. Weißt du, Fleischwolf kommt, hi, werde nicht lange bleiben. Haut aber trotzdem die 5 Subgifts raus. Muss sein. Dankeschön, Fleischwolf. Vielen, vielen Dank für das Subgift. An Hangizu, an Tobias, an Panda-Boss, an Frobenizer und an Vergissmeinnicht. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Dankeschön, Fleischwolf. Vielen lieben Dank. Irgendwann muss man sich der Modmacht leider beugen. 3.800 Bits in diesem Halbtrend. Ich meine eigentlich den ganzen Monat, aber 3.800 Bits in einem Halbtrend sind halt auch extrem viel. Also, Geschichtenerzähler hat diesen Monat, also... Ne? Alicia. Wieso darfst du noch nicht? Danke schon, Fleischwolf. Und danke euch allen für den Hype-Train, der jetzt einfährt und Endstation hat. Ach, Geschichtenerzähler waren diesen Monat nur 13.400, genauso wie Dominik. Und 9.252. Also ihr habt diesen Monat halt überhaupt nicht übertrieben oder so. Nö. Der Monat ist noch nicht vorbei. Doch, der Monat ist jetzt, monetär gesehen, ist der jetzt vorbei. Ist noch nicht 22 Uhr. Der Stream ist ab 18. Danke euch, vielen, vielen Dank. Dankeschön. Dankeschön. Dir auch, Dominik. Danke. Für den Locher. Was? Das ist mein Locher, den hast du nicht geschenkt bekommen. Ach so, nicht? Nee. Dachte, den kann ich abholen. Freitag ist wieder Zahltag. Hä? Am 29. Ach ja, stimmt, manche kriegen es Ende des Monats, ne? Okay. Ist immer noch Luft nach oben. Ja, gut, wenn man sich. Shroud? War Shroud der meistverdiente? Wenn man sich die Twitch League so anguckt, ja, Luft nach oben ist immer. Sonntag ist ja auch wieder Zeitumstellen. Ja. Endlich eine Stunde mehr. Ja. Auch am Ende des Monats, okay. Ja, von Twitch kriege ich immer Mitte des Monats. So, machen wir jetzt weiter. Oh okay. Gott, was war das denn für ein Wut bei dir? Das war aber laut. Jetzt war dein Controller, der irgendwo lag. Okay. Mario Party Superstar? Was? Das habe ich gar nicht mitgekriegt. Ist das Salim Salim? Oh. Dark. Salim, runter. How more are you being? Ich hoffe, das ist ein Controller. الكلاب يطلبوا حماية. ما نقدرش نسيبهم يتمادوا. احنا محتاجين الكلاب دول لنخرج من هنا. اتجننت. دول على الديوانة. انت ما شفتش الغول؟ في غول هناك هو ده العدو الحقيقي. سليم انت اتجننت. اسمعني ارجوك اسمعني. قتلوا الامريكان وكانوا هيقتلوننا. اخرس ومش هتقعد لونا. انت سامعني خالص؟ لا انت اسمعني دلوقتي. يا اما تمشي ورايا يا اما خليك هنا واتعفن. اختار. تشوز. Ich bleib hier. الله يلعنك. وهدل نفسك. انا هقعد هنا. Bring den Sender zum Laufen sofort! Was ich brauche Zeit! Euch. Colonel, verschanzen Sie sich im Tempel! Ich bleibe hier. Sie müssen zu den Kameras die Flanke schützen. Ich mach das! Lieutenant, ich... Ich sagte, ich mach das! Los! Ich glaube, ich habe es Militär falsch verstanden, aber ich dachte, er hat das Sagen. Jedes Mal lässt er sich rumkommandieren.
Aua! Das ist aber gemein. Oh, wie sind wir so Meisterschützen? In der Kramek. Ruati! Scheiße. Das Arschloch. Kannst du vielleicht Englisch mit denen reden? Die sind nicht so multilingual. Flanke angreifen! Nur so werden wir diesen Clown endlich los! Gib mir Deckung! Seine Flanke! Oh Gott! Ich bin noch nicht so weit! Ich bin noch nicht so weit! Oh Scheiße! Ich hab so schwitzige Hände. Krieg keinen guten Schuss! Ich bin voll von der X-Taste runtergerutscht. Das sind Zaps, Fleischwolf, Zaps. Wir haben 290 Zaps. Na, wen haben wir denn? Sag mal, stirbt der jetzt auch mal? Jetzt erschießt ihn endlich! Los, vorwärts in den Tempel! Schnell! Also wir sind echt unfähig, wollte ich nur mal erwähnt haben. Wir haben alles richtig gemacht. Wir sind Soldaten. Zu zweit. Eigentlich. Drück dich scheiße dagegen! Aber er lebt immer noch. Ja, es war ein schweres Ziel. Ich sehe keine Iraker. Wenn sie schlau sind, bleiben sie zurück. Hier drin geht's gleich richtig ab. Halt! Rachel? Rachel? Ja, Jungs, ich bin's, ja. Hi. Du lebst? Überrascht dich das? Wo ist Eric? Hinter dir. Rach? Everybody's Darling, da bin ich. Ich hab's gehalten, solange ich konnte. Was, du hast in die Hose gemacht? Aber Chris, ich hab's nicht gekappt, würde ich nie tun. Ich weiß. Sorry, Nick. Können wir? Ja. Wir können. Freut mich, Sie zu sehen. Dachte, Sie wären tot. Wer hat's noch geschafft? Fast niemand. Mervyn ist tot. Joey. Wahrscheinlich auch. Clarice. Was ist los? Sie war infiziert. Die Dinger haben irgendwas in sie reingepflanzt. Ich konnte es nicht riskieren. Musste sie zurücklassen. Du
meinst, Clarice ist immer noch da draußen? Das ist nicht mehr Clarice. Sie hat sich vor meinen Augen verwandelt. Ich glaub dir. Bei Joey war es nicht anders. Eine Waffe? Jeder Schuss muss sitzen. Leute! Rückzug zum Haupttempel! Work, Peaky Gloss, ey. Frieden, ne? Hier kommt niemand mehr rein! Ja. Egal, was auf der Einladung steht! Haltet das Tor! Ich werfe den Generator an! Fuck, das fehlt uns noch! Gibt es hier Minen? Leider nicht ausreichend. Oh, jeder Schuss muss sitzen, Luna 60 spielt mit Controller. Jeder Schuss muss sitzen, das sagt gerade der Unfähigste der Truppe. Jeder Schuss muss sitzen, Frank 39 ruinabhängig. Das ist doch... Oh, ich war nicht so weit. Oh. Mach das doch nicht einfach plötzlich random. Du wertloser Haufen Schrott! Ich wollte nicht gemein sein, sorry. Der Wichser nicht auf! Das war das Frankreich, was ich auf der PlayStation 5 hatte, gerade als Vorschau, glaube ich. Ach, Scheiße! Sie brechen durch! Rampage! Die Dinger sind schlimmer als Ratten! Es ist Zeit für den Rückzug! Jemand was dagegen? Sie brechen durch die Grenze! Wenn jemand Ideen hat, dann raus damit! Komm schon, komm schon! Es muss doch etwas geben! Warte! Ja! Okay, gehen wir in die Katakomben! Wir müssen runter! Runter? Geht's nicht raus! Schickst du das nicht? Entweder das oder wir sterben genau hier! Wie unhöflich das mir ist! Zum Astor! Viel Spaß! Los, los, zum Tor! Danke! Ich opfere mich! Das ist nicht deine beste Idee, Rage! Mach doch sowas nicht. Ja, es läuft doch.
Bleibt in der Mitte! Ich bin in der Opferkammer. Ach, Vex. So bin ich halt. Und hallo, Vex. Wir kennen doch Marufin. Die Muskela, Edrop Kumbela. Ja, typisch Basator. Muss halt alles machen. Ich raus muss Raxis jeder. Hebst du die Arme? Komm zurück, Rex. Hey, Ben Alec, Battle Harb. Battle Harb. Geruhi bihku hakaya. Nachtag kohle l'Abtal. Ese han eich l'Khnaadi. Lamerkan. Oma hina. ارمي سلاحك بالانجليزي. Hallo nochmal. Mein Chef ist sauer. Ja, das sehe ich. Was ist da passiert? متحركوش. Dein Freund ist mir ein bisschen zu schreckhaft. Das macht mich nervös. Die Waffe runternehmen könnte helfen, alle zu entspannen. دير الرصاصة في دماغه لو ما سمعش الكلام. هتكون فكرة وحشة. Ich kann natürlich Arabisch. Nur einmal. Wackes Pisser. Ich habe das Gefühl, dass wir gute Freunde sein könnten, wenn diese Uniformen nicht wären. Richtig. Lass aber. Klappe. Ich würde sagen, wir legen diese Penner um. Was denken Sie, Colonel? Sie entscheiden, Colonel. Hä? Seit wann entscheidet er denn plötzlich? Wir brauchen sie. Sie sind der Feind, Nikki. Arbeiten wir zusammen. Es ist der einzige Weg. Eric hat bisher noch nie was entscheiden dürfen. Es war immer Jason, der alles entschieden hat. Sie kommen. Wir müssen die Tür öffnen. Warum steht ihr da herum? Helf! Denk nicht einmal dran. Fuck, Jason! Der Feind des Feindes ist unser Freund! Los, komm schon, Mann! Shit! Hilf ihnen! Ich nehme den Korridor! Scheiße! Los! Das sind alles meine Charaktere, die da sind. Ich will nicht, dass die alle auf einmal sterben. Ihr wechselt Multiplayer, also es ist Quick, es ist Until Dawn als Multiplayer, so kann man es sehen. Bin ich jetzt plötzlich mein Nick? Auch mein Charakter. Nimmst du mir schon wieder meinen Charakter weg? Übelsten Ort auf der ganzen Welt. Überlebe den Angriff. Ja, klar. Salim, ne? Jason! Wer ist da? Wer ist da?
sehe alles. Ich werde meine Augen nicht schließen. Ich werde jedes Quicktime-Event mitkriegen. Helfen. Das ist mein Charakter. Ich muss meinen Charakter retten. Okay, ich muss Rachel retten. Alles andere ist scheißegal. Verloren. Wir müssen weiter. Nein. Los! Nein. Nicht ohne Ernst. Niemand wird zurückgelassen. Nein! Ich hab gedrückt, ich schwöre. Ich hab's nicht verkackt. Ich hab's nicht verkackt. Ich schwöre, ich hab's nicht verkackt. Geht's gut, oder? Ja, die Dicke. Weißt du noch, als ich meinte, am Anfang ist es nicht so einfach, Leute zu töten? Und dann am Ende wird es echt einfach? Ich glaube, wir sind ja an dieser Stelle. Ich glaube, wir sind da angekommen. Nicht Rachel, genau Rachel, oder was? Können wir neu starten? Ich glaube nicht, dass es geht. Also es sei denn, wir fangen nochmal ganz neu an. Hallo? Wo speichert das denn? Naja, ich glaube, dass es da speichert, wo sie gestorben ist. Ich meine, ich kann es probieren, wenn du willst. Oh, hupsi, da. Oh, mein Spiel ist abgestürzt. Ja, das passiert öfters mal, ne? Ist ja noch nie so ausgereift, diese PS5. Hilfe! Nicht ausgerechnet Rachel, komm schon! Nicht ausgerechnet Rachel. Mann, jeder ist mir egal, ob er stirbt, aber doch nicht Rachel. Wie konnte das denn jetzt auch passieren? Ich war vielleicht eine Millisekunde zu spät. Also, weil ich halt ja, noch da stirbt so, sie doch nicht gleich ich hätte halt Eric auch zurücklassen können, aber ich habe halt gesagt, nee, wäre blöd. Und dann war ich, oh. Ja, nee, jetzt lass ihn das nächste Mal zurück. Das ist Nein, egal, dann stirbt der Eric, halt. Eric, ja. So, ich will ja das alle leben. Aber Rachel. Oh, das wird. Okay, also ich lade und setze fort und wir hoffen, dass es irgendwie
an einem guten Punkt ist. Das haben wir jetzt jedes Mal versucht. Es wird nicht klappen. Das klappt das auch nicht. Die einzige Frau lasse ich sterben. Wie kann mir das passieren? Na. Ich weiß auch nicht, warum es das wieder dieses Arkad anzeigt. Warte mal, das kann doch nicht doch, sein. Doch, das ist gut, oder? Nee, ist es nicht. Wir gut. Fangen einfach vorne an. Nee, Arkad war das Anfangsding, ne? Ja, Arkad war das Anfangsding, aber ich habe eigentlich Spiel von 4 geladen. Aber mein Bereit ist auch schon wieder buggy. Ja, und ich lade schon und es ist halt. Ja, dann müssen wir nochmal. Es passt schon. Ich beende es nochmal. Dieses Spiel mag es nicht, ausgedrückt zu werden, habe ich so das Gefühl. Nee, Neustart mag es nicht. Ja, weißt du, 12 GB Patch und trotzdem kann Rachel sterben. Schlimm, Lurker, ne? Ja, schlimm. Ich dachte, das haben sie rausgenommen. Nicht Rachel. Jeder darf sterben, nur nicht Rachel. Ja. Gerade die bringst du um. Ich habe gar niemanden umgebracht. Ist jemand gestorben? Ich habe nichts gesehen. Naja, das werden wir gleich sehen, ob wir das gesehen haben oder ob wir es... Haben wir nicht. Ignorieren können. Hast du mich jetzt langsam mal eingeladen? Ja, ich muss warten, bis das Intro vorbei ist. Ich kann es nicht abbrechen. Leider. Es ist blöd, dass diese Spiele auf der PlayStation 5 immer abstürzen, ne? Ja. Ich weiß auch nicht, was das ist. Könnten sie mal was dagegen machen, sonst hole ich die PlayStation 4 wieder raus. Ja, wirklich. Die PlayStation 4 Pro war definitiv besser als die PlayStation 5. Also, schlimm. Jedes Spiel stürzt sie ab. Also, dann lade ich dich mal ein. Ich finde es halt so dumm, dass ich immer, also auswählen muss, dass ich dir beitrete. Bist du irgendwie auf offline oder so? Also, dass das nicht online anzeigt? Ich meine, es klappt ja aber. So, Abgrund, das klingt doch schon besser, ne? Jetzt aber wieder verdammt. Akkord. Hat gerade wieder umgeswitcht. Also, bei mir ist noch Abgrund. Ich lade nochmal. Nee, vielleicht starte ich einmal das Spiel neu. Okay, ja, mach das mal lieber. Dann gehe ich raus. Nee, du sollst eben nicht rausgehen. Nein, ich gehe nur aus der Lobby raus. Weil nein, das sollst Sinn, du eben nicht machen. Weil du hattest das ja. Das, hieß, das lag an mir. PS1-Fan. PS2, die war aber rosa bei mir. Außerdem, das lese ich gar nicht aus. Ich wurde angestiftet. Ich kann dafür nichts. And fabulous, bigger and better and best. Entschuldigung. Ashley, du kannst mir nicht antun. Ja, das Gute ist, das Spiel ist sowieso bald aus. Das heißt, du musst nicht viel. Hallo, kannst du jetzt mal? Ist doch schon. Nee, ich habe keine Einladung. Hä? Ach, jetzt. Den kriegst du nochmal. Nee, jetzt ist sie. Okay. Ja, und zwei rosa Controller von der PlayStation 2. Oh, das klingt. Zeigt das das Richtige bei dir an? Ja. Okay. Ich kann nur noch nicht auf bereit drücken. Jetzt kann ich auf bereit drücken. Aber das dauert jetzt wieder ein bisschen. Mhm. So, 10 Jahre, bis das bereit angezeigt wird. So. Da ist es doch. Jetzt funktioniert es auch wieder. Ich glaube, sobald ich die Lobby verlasse, muss ich es immer neu starten. Ich glaube auch. Ashley? Bist du noch da? Nein, ist tot. Verdammt. Die lebt noch, ich bin mir ganz sicher. Ja! Aber es passt, oder? Ist es nicht immer so gewesen, dass immer nur mein Lieblingscharakter gestorben ist? Ja, das stimmt. Wir erhalten die Tradition im Leben. Finde ich gut. Ja, aber der Bastard lebt immer noch, oder was? Ja, natürlich. Bis nichts mehr übrig ist, damit der ja nicht überleben kann. Rachel. Die Arme. Die lebt noch. Ashley? Die
Die lebt bestimmt noch. Leg dich nie mit einem Marine an. Die haben nur geknutscht. Ah, okay. Das war Clarice, ne? Ich komme in Frieden. Beweg dich ja nicht. Ich habe Rachel gerettet und den dann. Naja, mit Salim habe ich Rachel gerettet. Ich habe sie dann sterben lassen. Es ging alles so schnell. Jetzt gibt's nur noch uns beide. Nur dich und mich. Das ist ja großartig. Ich will dir wirklich nichts Böses. Ich schwör's. Ach was. Ich bin der mit der Knarre. Oh, ich hasse Jason. Hätte der nicht sterben können. Boah, der nervt mich so. Im Ernst. Ich bin froh, einen Menschen zu sehen. Dito. Wir müssen ja keine Freunde sein, aber Verbündete. Damit kann ich mich anfreunden. Er ist ein Liebling seiner Hasscharaktertöten. Das ist okay, das muss so sein. Mann, wir haben nur noch Penisse. Wo sind die Brüste hin? Die sind weg. Aber wir sind jetzt Verbündete. Oh, ernsthaft, hätte dein Charakter nicht sterben können, Mann. Der geht mir so auf den Piss, ne? Dieses Wannabe-Coole. Wenn du auch nur versuchst, mich zu verarschen. Ich schwöre. Oh, ja, du großer Macker. Oh nein, ich zittere. Ich töte Vampire. Mag ihn auch nicht. Was, Vampire? Das sind doch keine Vampire. Das sind Gargoyles. Das Gleiche. Sieht wie die einzige Chance aus. Einer hält das Tor auf, der andere schlüpft durch. Ich halt auf. Nö, ich hab die Eisenstange. Los! Och, Manno, du hast doch die Waffe! Alles okay? Was glaubst du denn? Es ist blockiert. Ich muss einen anderen Weg finden. Oh, pass auf, dass du nicht stirbst beim Versuch. Mal gucken, ne? Hier geht es durch. Aber ich muss meine Seite freiräumen. Mach schnell. Sie könnten überall sein. Hast du eine Idee, womit wir es zu tun haben? Das sind Vampire. Unmöglich. Mein Vater sagte, wenn es nach Scheiße aussieht und nach Scheiße riecht, musst du es nicht auch noch probieren. Glaub mir, schlauer Mann, Vampire. Sehr kluger wir Mann. Wir müssen zusammenarbeiten, um sie zu besiegen. Ja, sieht langsam wirklich so aus. Mein Daddy war schon schlau, ne? Ja, weiser Mann. Also wenn ich sage, es war knapp, dann ist es eine Untertreibung. Oh, okay. Hallo Sascha.
Hallo. Was wirst du als erstes tun, wenn wir es hier rausschaffen? Meinen Sohn umarmen. Und du? Was willst du tun? Vermutlich noch was trinken gehen. Ich muss mein Rohr werfen, das habe ich gerade gelernt. Okay. Direkt töten? Der lebt schon ein paar Stunden. Ashley Tisdale getötet. Wie konnte mir das passieren? Weiß ich nicht. Immerhin war ich's nicht. Oh Gott, noch eine. Oh nee. R32. Was sollen diese blöden Zahlen? Ich hoffe, du hast dir die alle gemerkt. Das ist bestimmt irgendwann ein ja, Code für die ja, Tür ja, oder so. Ja, 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 Lurker hat mitgeschrieben. Lurker, hast du das? Natürlich hat Lurker mitgeschrieben. Ich weiß, Schubi, das musst du mir doch nicht auch sagen. 31, unleserlich. Unleserlich ist tot. Martha ist dead. Da also, seh ich doch. Ich war bei ihr, als es soweit war und sagte ihr, wie leid mir alles tat. Unleserlich diesen gottverdammten Ort gereist waren. Dass mir meine Eitelkeit wichtiger war als unsere Liebe. Als unleserlich das Ende von allem sprach, wusste ich, dass sie unleserlich. Unleserlich ließ sie mich schwören, diesen Ort zu begraben. 21:00 Uhr. Etwas Schreckliches ist geschehen. Als ich bei meiner Frau saß, bemerkte ich etwas in ihrer Hand. Lady Bradshaws Brosche. Sie muss sie abgerissen haben, als sie nach ihr schlug. Ich drehte die Brosche um und stellte fest, dass sie aussah wie die Kreaturen, die wir aus den Kokons geborgen hatten. Waren das die Dämonen, von denen Mary gesprochen hatte? Hatte Bradshaw die ganze Zeit über gewusst, dass wir hier was wir hier unten finden würden? Dann bewegte sich Marys Leichnam. Aber es war nicht meine Frau. Etwas Unmenschliches hatte Besitz von ihr ergriffen. Es sprang mich an und nur die Gitterstäbe der Zelle retteten mich vor seiner Raserei. Sie hat ihre Tage. Typisch. Du wirkst eigentlich ganz in Ordnung. Also sag es mir. Och, jetzt schleim nicht. Warum hast du für Saddam gekämpft? Ganz dufte. Warum kämpfst du für Bush, hä? Wir hatten keine Wahl. Also ich finde, das ist eine gute Frage. Also antworte doch mal. Ist der Präsident. Dein Freund Nick. Außerdem habt ihr den 11. September verkackt. Dominik, jetzt red nicht mal mit Salim rein. Er war nett zu mir. Glück gehabt. In einer anderen Situation hätte er dich gekillt. Ich mag Nick. Das ist voll süß. Danke, Lurker. Guck, Lurker hat mitgeschrieben. Ja, was stand denn so bisher da drauf? Naja, Tafeln mit Zahlen und Buchstaben steht auf dem Zettel. Was bedeuten die Symbole auf deiner Mütze? Um die Toten zu ehren. Deshalb kämpfe ich. Ein Grund ist wie der andere. Es ist ein guter Grund. Der einzige Grund. Ich habe kein Problem mit dir. Dann hast du wohl irgendwas verpasst. Also, es gab mal einen Mann, der baute sein Haus am Flussufer. Als die Flut kam, spülte sie die Wände weg. Als die Dürre kam, trocknete der Fluss aus und er hatte Durst. Insekten stachen den Mann andauernd. Aber jede Nacht sagte er seiner Frau, wir haben so viel Fisch. Dein Volk wollte diesen Krieg, Jason. Du solltest einfach mal die Klappe halten. Hinter uns. Ach, echt?
Wo nochmal? Hinter uns. Jetzt. Mann, sonst finden die uns doch, Vieh. Mach jetzt das scheiß Tor auf! Also ich schaff's ja. Ich auch. Deine Waffe. Sind schon gut, ne? Also ich ja. Ja. Ich auch. Mein Rohr ist bin ausgewichen. Ach, das sehen wir noch. Ja, stimmt. Machen wir, dass wir hier rauskommen. Wir hätten das Viech fragen können, ob es uns einfach die Tür aufmacht. Ja, stimmt. Strengen wir uns eigentlich so an? Da kamen wir her, das heißt, da gibt's nichts mehr. Ich denke. Jetzt geh mir doch mal aus dem Weg, Mann. Psst. Wieso hast du eine Taschenlampe und ich nur ein scheiß Feuerzeug? Ich bin halt besser ausgestattet. Freunde? Ashley? Verteidigungsbudget. Ashley? Ashley? Es wird auf einen anderen Spieler gewartet. Ich bin noch da. Ja, du musst da wahrscheinlich auch hin. Ist wohl eine Krankenstation. Da können wir Ashley wieder flicken. Könnte nützlich sein. Ja. Wenn du 60 Jahre altes Dynamit einpacken willst, dann bitte. Besser als kein Dynamit? Wieso krieg ich kein Dynamit? Hier gibt's doch Chemiewaffen, oder? Sei lieber froh. Das macht mir Sorge. Autopsienotizen. Große Mengen Blut im Magen. Analyse der Blutprobe zeigt hohe Adrenalindichte. Ernährt sich der Organismus von Angst? Jagt Opfer Angst ein. Adrenalin wird ausgeschüttet. Angriffe? Ich habe lieber 60 Jahre altes Dynamit als kein Dynamit hier. Dann beweg dich mal nicht so schnell. Wieso? Ich habe ja keins. Wo ist das? Aber ich muss dir nachlaufen. Kannst du auch langsam laufen. Krankengeschichte, Name Mary. Alter, blub, Geschlecht, blub. 19:30 Uhr. Temperatur und Puls gefährlich hoch. Über 38,3 Grad, 170 Schläge pro Minute. Patientin meist bewusstlos. Schnauze jetzt! Was ist das? Mann! Was immer die Viecher sind, sie trinken Blut. Entschuldige. Danke, Jason! Was redet er einfach? Nur Blut. Adrenalin. Sie ernähren sich von der Angst ihrer Opfer. Danke, das habe ich gerade vorgelesen, Jason. Das kriegen sie echt gut hin. Patientin meist bewusstlos, wacht gelegentlich auf und schreit, schwitzt weiterhin krankhaft, Salzversorgung niedrig, Bewegung unter der Bauchdecke um die Nebennieren herum. R rät zur OP zu diagnostischen Zwecken, aber ich fürchte, M würde das nicht überleben. 20:10 Uhr, Temperatur 38,6 Grad, Patientin wird immer schwächer, weitere Bewegung unter der Haut, parasitärer Organismus, Eintritt des Todes 20:13 Uhr. Willst du einen Witz hören? Boah, nee. Ja. Nein. Im Lager herrscht Chaos. Arbeiter werden vermisst und Lady Bradshaw unleserlich, aber ich kann es mir schon denken. Sie sehnt sich nach demselben Schicksal, dem auch unleserlich. Sie möchte unleserlich. 1. Januar 1947, 01:00 Uhr. Der Saboteur hat wieder zugeschlagen und
und uns hier eingeschlossen. Wir sind gefangen mit diesen Kreaturen. Ihr Kreischen ertönt von überall her aus der Dunkelheit. Crow hat sein Maschinengewehr geladen und zielt in Richtung der Katakomben. Mary hatte recht. Wir können das, was nicht lebt, nicht bekämpfen. Uns bleibt nur noch eine Wahl. Wir müssen den gesamten verdammten Tempel über ihnen einstürzen lassen. Auch wenn das bedeutet, dass wir mit ihnen hier begraben werden. Sie dürfen nicht von hier entkommen. Hä, vielleicht lassen wir uns auch alle einstürzen, dann ist es egal, dass Rachel vorher gestorben ist. Dann war das ein Gnadentod. Stimmt. Lass uns alle einfach töten. Dann ist es nicht so schlimm, dass ich Rachel umgebracht habe. Ich finde, es klingt sinnvoll. Finde ich auch. Das kriege ich hin. Oh. Ich habe hier einen Freund. Oh, schön. Oh. Ich bin auch ein Freund. Du bist halt so blind, ist der Wahnsinn, ne? Sag mal, bist du wirklich so blind? Hä? Ich hab gerade was angeguckt. Da warst du gerade drin, du. Blind, Fuchs, echt. Wie das? Gut. Das ist für dich. Was immer da unten ist, die Forscher waren zuerst da. Warte mal kurz. Was machst du da? Lita Nadia. Denkst du, sie leben noch? Was, Jungo? Das lässt hoffen. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Stalagmiten und Stalaktiten. Yay. Deine Frau? Kennt man jemanden all die Jahre und kennt ihn doch nicht. Ich wusste nicht, dass er verheiratet ist. Ist das das Arschloch von vorhin? Du bist so einfühlsam und taktvoll. Ich weiß. Ich hätte nicht urteilen sollen. Du bist okay. Die meisten Menschen sind gut. Man muss es nur merken, bevor sie weg sind. Ja, da hat es einem aber auch echt schwer gemacht, das zu sehen. Das stimmt. Ich bin jetzt ein Dämonenjäger. Wenn du gut spielst, nee. Wieso leuchtet es da so grün? Ganz schöne Wundertüte hier. Vielleicht ist es verstrahlt. Cthulhu! Was hältst du davon? Aliens. Nee, Cthulhu. Sowas habe ich noch nie gesehen. Siehst du das Aufzugskabel? Sie müssen runtergegangen sein. Aber wohl nicht mehr nach oben.
Die Seilwinde sieht gut aus. Nein. Nein? Wir gehen da nicht runter. Die Archäologen saßen da fest. Was sagt ihr das? Wir sind keine Archäologen? Unsere Welt ist da oben und nicht da unten. Tja, eine Monsterarmee steht zwischen uns und da oben. Und deswegen gehen wir noch weiter weg von da oben. Kommt, macht Sinn. Du spinnst. Ja, total. Vampire kommen garantiert von da unten. Willst du sie auf ihrem Boden bekämpfen? Das habe ich, seit ich in diesem Land angekommen bin. Bitte was? Oha. Bring den Aufzug zum Laufen. Hast du mich gerade Vampir genannt? Ja. Ich erschieß dich. Nee. Doch. Wir sind Team. Wir sind Verbündete. Ja, dann hör auf, mich zu beleidigen, du Pissnäge. Ich mag Vampire. Da, da hingen die sich, ey. Können wir nicht einfach den Tentakel runterrutschen? Ja, doch, Digga. Finden wir jetzt Jessica? Möglich? Ich hab sie Freunde gefunden. Ein uraltes Grauen wurde aus seinem Schlaf erweckt und giert jetzt nach Blut. Kurator? Wie viele die Schatten wohl verschlungen haben. Rachel hat zurück ans Licht gefunden. Ihr geht's gut? Gemacht. Alle leben. Was? Doch für sie gibt es viel zu tun. Hä? Es gibt Seelen, die immer noch ihre Hilfe benötigen. Hoffen wir mal, dass Sergeant Kay nichts Bedauerliches ereilt hat. Was? Ich habe alle... Wenn der Abgrund verschwindet, kann selten davon berichten. Die Kerzen brennen alle! Und Jason und Salim, Erzfeinde, die das Kriegsbeil nicht begraben können. Außer das Beil ist im Rücken vergraben. Das war schon ein bisschen viel. Ich möchte ja kein schlechter Gastgeber sein, aber die Zeit arbeitet gegen uns. Wir haben dich zum zweiten Mal erst getroffen. Kannst ich warte dann hier, um ihre geretteten Schützlinge zu begrüßen. Oder um ihre Überreste zu vergraben. Nett. Hallo, Papa. Haben wir den falschen Teil irgendwie? Oh. Hier, fang. Oh. Echt. Fettig. Wir sind in der tiefsten Provinz. Was hast du erwartet? Melonenkaviar? Das klingt aber auch nicht lecker. Nicht gerade die tollsten Flitterwochen, oder? Ich erinnere mich daran, dass ein bestimmter jemand Eisklettern wollte. Eisklettern ist entspannend. Schlag und Berto. Was ist los? Der Kerl, der mich bedient hat, er hat mich so komisch angeschaut. Ah, der kriegt wohl hier draußen nicht allzu oft eine Frau wie dich zu sehen. Und noch frisch geduscht. Ach, er hat schräges Zeug erzählt. Was denn? Ach, nichts. Fahren wir. Komm, erzähl's mir. Der will ihn verprügeln, ich sehe das. Er sagte, dass ich nie wieder so glücklich sein würde wie jetzt. Was soll das denn? Das glaubst du nicht, oder? Natürlich nicht. Du weißt, alles, was ich will, Rach, ist dich glücklich zu sehen. Egal, wo wir sind und was wir durchmachen, ich bringe dich immer zum Lächeln. Siehst du? Du lächelst. Schlafgeschichten erzähler Träume. Nächstes Mal pfeif nach mir und ich komme und verteidige deine Ehre. Und dankeschön. Oh, du wärst mein treuer Schutzhund, Schatz. Semper Fi. Das heißt immer treu. Dabei kann ich echt gut auf mich selbst aufpassen.
Und jetzt setz dich richtig hin, du Provinzler. Du bist also selbst schuld, dass du dein Bein verloren hast. Jason. Jason, bist du da? Das mit Rachel macht, es irritiert mich ein bisschen. Das mit Rachel irritiert mich ganz, ganz arg. Hallo, Fodin. Ja, ja, ich weiß, was du meinst, Tobi. Was mich auch ein bisschen stört. Sie! Tobi! Scheiße! Oh, ich habe ganz schlechte Befürchtungen. Ja, ich auch. Aber ich lebe! Alles andere zählt nicht. Egal, was passiert ist, es zählt nicht. Nick, ich dachte, du wärst tot. Ich dachte, du wärst tot. Ich dachte, sie wäre tot. Da. Eric. Dominik, Fulin hat ja Hallo geschrieben. Hallo Fulin. Ja, weil du die ganze Zeit die Batterie leer gemacht hast, du Depp. Oh. Colonel, sie müssen weg! Du auch, Nick, du wirst mitkommen! Komm schon, Rach! Der ist nett. Ja, lass uns mal mit dem reden. Nee, ich weiß auch nicht. Also irgendwie habe ich das Gefühl, der ist gar nicht böse. Dann soll er uns nicht so creepy hinterher sein. Da drüben! An das Tor! Schließt, heißt es nicht, dass ihr da stehen bleiben sollt. Ja. Auf jetzt. Musstest du dich auch entscheiden? Nope, ich muss nur drücken. Ach so, ja, ich bin natürlich der Chef, weil du bist nur der Colonel, also. Ich bin der Paten, ich hab's sagen. Warte mal. Ist das nicht mein Charakter von Anfang? Das kann sein. Die Affenköpfe. Ja. Oh nee. Nee. Wenn Rachel mutiert, dann mutieren wir einfach alle, okay? Okay, sind bin ich dabei. Einer für alle, alle für einen. Richtig. Ich hätte 5 Sekunden länger gewartet, aber hey. Ja, ich auch. Alles frei. Kann ich Rachel wieder spielen? Obwohl, nein, es ist okay, wenn ich sie nicht spielen kann. Ist okay, ich spiele nicht. Sicherer ist es. Was soll das heißen? Ein Quicktime-Event verkacke ich, ja? In meiner ganzen Laufbahn ein einziges. Ja, und das ist genau das.
Ja, aber sie lebt typisch noch. Also, wenn sie zum lebt. Zum Vampir-Wendigo wird, ist okay. Ja, wir haben sie trotzdem lieb. Ja, dann... Ist das für jetzt weg? Sind wir einfach alle. Ist wohl im Tunnel verschwunden. Genau. Kann sie sich aber mal waschen? Er lebt noch. Jason lebt noch. Vielleicht sieht es ja doch gar nicht so schlecht aus. Ich kann das nicht mehr. Es ist an der Zeit. Es muss sein. Zeit wofür? Nee, jetzt erst. Das weißt du. Ja, doch, jetzt. Jetzt? Wir machen endlich reinen Tisch. Oh, okay, gut. Ja. Wir müssen es ihm sagen. Nick, hör zu. Nein, nein, du hörst zu. Wenn ich hier unten sterbe, dann wenigstens als ehrlicher Mann. Ich mein's ernst. Rachel, du wolltest es ihm bei Zeiten sagen. Du musst es ihm jetzt sagen. Sag ihm die Wahrheit. Nick. Der Ring an deinem Finger bedeutet nichts mehr. Also, Nick, weißt du? Es ist halt gut, ist nicht so die der Situation Zeit. Ist angespannt. Jetzt vielleicht eine Zigarette? Aber Moment. Sie haben kein Feuerzeug, oder? Salim hat eins. Eric. Sehe ich so dumm aus? Überraschung, der Dummkopf hat's rausgefunden. Naja, weißt du. Ja, also. Ich habe mich da spoilern lassen. Dann erklär's uns mal. Jetzt? Ist das dein Ernst? Ja, jetzt. Auf! Ist vielleicht die letzte Chance. Schön. Eric, du und ich, wir hatten was Besonderes. Weißt du, wir haben halt gebumst, aber ja? Das ist sehr lange her. Och. Ihn? Du willst echt ihn? Ich wähle doch nicht. Ich weiß nur, was das Beste für mich ist. Ich hab mich für den Ehering entschieden! Und ich hab das Seil nicht durchgeschnitten. Ich hatte ein Ziel. Ich habe mir ein Leben aufgebaut. Aber das Leben ist komisch. Heute warst du der Mann, in den ich mich einst verliebt hatte. Als du das Seil gehalten hast, wusste ich, du bist immer für mich da. Lass uns Freunde bleiben. Versuchen wir es nochmal. Hä? Schmeiß ich gleich irgendwo runter. Wie versuchen wir es noch? Ich habe nichts entschieden. Ja, aber wir kriegen das hin. Wieso bin ich immer noch sicher? Die Hacken war schön. Aber Dinge ändern sich. Ich will sie auch haben. Ich würde es bereuen. Alle drei so. Dir keine Chance zu geben. Ich bin dafür. Ja. Ich meine, ich bin dafür, dass wir erstmal vielleicht rausgehen und dann das ich mit dir. Ich will nichts mehr hören. Tut mir leid, dass es so kam. Ich kann sagen, fickt euch beide. Ja, gerne. Colonel. Ma'am. Aber wir sind schon noch ein Team, oder? Weiß ich jetzt nicht so. Suchen wir Kolchak. Können wir Salim wieder haben? Danke. Hey, ich bin immer noch Nick, ja? Was machen die drei? Ja, locker, die müssen damit klarkommen. Ich hab schon viel krankes Zeug gesehen. Aber das hier schlägt alles. Schlägt nicht, sie scheinen stand uns da nicht aber zu folgen. Willst du auf sie warten oder? Musst kein Klugscheißer sein. Gehen wir. Also, willkommen bei Call of Cthulhu. Wir spielen es doch noch weiter. Bleib auf der Hut vor Gefahren. Dann mach das mal bitte. Nö, ich lese. Gut. Du hast die Waffe. Funde Mappe 3 Van Huyten. Ich lese da kurz mal ein Buch, ne? Mhm, mach das. Wir haben Zeit. 29. November. Viele der Funde belegen unsere These, dass der Tempel für Opfer genutzt wurde. Wir wissen, dass eine jahrhundertelange Dürre das Akkadische Reich bedrohte. Dieselbe Dürreperiode, die auch das alte Königreich in Ägypten heimsuchte. Die Dürre führte zur Massenflucht aus vielen mesopotamischen Städten und lockte die barbarischen Stämme der Gutäer aus den Bergen hinab auf das Flachland. Es kam zum Krieg zwischen ihnen und den Akkadern. In diesem Tempel finden wir Belege dafür, dass man verzweifelt versuchte, die Götter milde zu stimmen. Zugehörige Funde R6, schwarzer Onyx, mesopotamisch, Ur-3-Zeit. Onyxsteine waren ein Symbol für negative Energie und Unglück.
Vielleicht aufgrund der Überzeugung, dass böse Udub-Dämonen die Welt bevölkerten. R19, Stein mit Loch, mesopotamisch, Ur-3-Zeit. Der Stein zeigt Figuren, die eine Sonnenfinsternis anbeten. Zusammen mit R6 bildet das Stück eine Sonnenfinsternis ab, die eine Katastrophe vorhersagt. Das wird abgefragt. Passt auf. R32 Ritualtafel, undatiert, akkadisch. Die Tontafel zeigt einen Ausschnitt aus einem religiösen Ritual, der vom Priester getragene Stierkopfschmuck deutete auf ein Menschenopfer von Dienern hin, wahrscheinlich um die Zukunft aus ihren Eingeweiden zu lesen. Dies deutete darauf hin, dass nicht nur gutäische Gefangene ermordet wurden. R73 Schlachtentafel, Tontafel mit einer kriegerischen Szene darauf. Die Kopfbedeckung der akkadischen Krieger legen nahe, dass es sich um einen Kampf zwischen Akkadern und Gutäern handelte. Gibt's noch was? Nee, gut. Das war jetzt die Stunde für heute. Morgen wird abgefragt. Aber keine Ex, oder? Nee, aber mündliche Noten werden gemacht. Ach gut, da komme ich eh nie dran. Pretty deep. Denk dran, du musst blättern, ne? Mhm. Was denn das? Was denn? Da kommen die Babys raus. Ja, das will ich nie sehen. Da kommen die Babys, also, bäh. Biologie ist was morgen. Was ist das? Ein Kokon? Die Dinger kommen wohl... Ja, hab ich dir gerade erzählt! Ja, ich muss das nochmal verdeutlichen. Seit wann bist du denn Wissenschaftler? Hä? Lernt Amerikaner nichts in der Schule? Doch, Amerikaner. Wir sollten da wegbleiben. Ich habe keinen Ton mehr. Also keine Stimme gehabt. Oh, oh. Ich bin jetzt Sadim. Keine Sorge. Mach das. Easy. Es gehörte Randolph Hodgson. Vielleicht erfahren wir sowas Nützliches. Nicht. Hallo Clemmy, und es rappelt im Kokon, ja. So. Nächste Unterrichtsstunde. Oh. Maul. Scheiße, habe ich gesagt. Also, danke. Noch keine Unterrichtsstunde? Ja, die, das ist eine blöde Stunde. Das war wohl ein Scheißbuch, hä? Ja, das war nicht so toll. Es gehörte Randolph Hodgson. Vielleicht erfahren wir sowas Nützliches. Wow, echt? Das half's nicht. Toll, dass wir den gleichen Dialog nochmal haben. Ja. Ah, scheiße. Den gleichen Dialog nochmal? Findet man nicht immer ein Geheimnis bei solchen Sachen, die man dann gucken kann? Nee. Okay, doch schon. Ja, wir hatten ja schon die Lektion über Scheiße. Wenn ich sag, Scheiße riecht und wie Scheiße aussieht, dann muss man es nicht probieren. Das stimmt. Ein sehr weiser Mann. Mary Hodgson? Seine Frau vielleicht? Ja, die wurde ja, doch zum Ding. War. Sie hätten im guten alten England bleiben sollen. Die passen aber auch nicht auf, ne? Es ist die zum Vampir wurde. Zum Vampir-Wendigo. Das weiß man doch. Das Grundwissen. Kann sein, dass es ihm nicht geholfen hat. Ich weiß nicht, Sascha. Ich bezweifle es, aber wir wissen es noch nicht genau. Wenn dieser Tempel fällt, werden meine Frau und ich unleserlich wenigstens Mary das schuldig. Hodgson. Muss seine Frau sein. Oh ja, echt? Danke, Jason. Ist gut ausgegangen. Boah, ey. Das müsste ich ja nochmal kontrollieren hier. Entschuldige. Ich darf nicht so enden. Was? Wie endet jetzt wer? Ich bewege mich jetzt nicht mehr. Das Porträt, das ich mit meiner Uhr bei mir trage, zeigt die Mary, an die ich mich erinnere. Nicht dieses unleserlich. Es ist alles Lady Bradshaws Schuld.
Sie wusste von Anfang an, was hier unten war. Sie hat uns zu ihnen geführt. Vorhin stieß ich unten auf sie über den ermordeten Leichnam von Huytens gebeugt. Ermordeten Leichnam van Huytens gebeugt. So. Als sie sich mir zuwandte, sah ich, dass sie sich verändert hatte. Ich griff nach der nächstbesten Waffe, einem eisernen Zelthering. Ich dachte, was denn jetzt? Zelte. Also, weil ich habe nur Ringe. Zelthering. Ich stach mit dem Metall auf sie ein und spießte ihr Herz auf. Bei ihrem Tod ertönte ein schreckliches Kreischen von tief unten, als ob jemand oder etwas auf das vergossene Blut reagieren würde. Aus dem Zelthering hätte ich auch mal wieder Hunger. Kannst du bitte Sascha mal gute Nacht sagen, Dominik? Gute Nacht, Sascha. Schlaf gut. Ey. Ich muss echt... Also ganz ehrlich, Chat, es tut mir leid, dass Dominik so unhöflich zu euch ist. Du sagst auch Clemmy nicht hallo. Weißt du, du bist echt... Ja, hallo Clemmy. Ja, dann sage ich jetzt jedem hallo und gute Nacht. Ich wollte mich nicht einmischen. Gleiche Frage. Fuck, was ist das hier? Clemmy, tut mir leid, weißt du. Ich muss da mal ein Machtwort sprechen. Besser ziehen und so. Was ist diese Hölle? Ist das wirklich echt? Wir werden gerichtet. Gott bestraft uns für alle Fehler, die wir je gemacht haben. Seele ist alles, was mir noch bleibt. Als uns meine Frau verließ, wollte ich, dass er alles hat, was ich nie hatte. Alleinerziehend. Muss hart sein. Schon. Aber mein Junge macht mich sehr stolz. Er geht nach London, zur Universität. Wenn er nur nicht klauen würde. Er fehlt mir so sehr. Und nicht gerade Drogen nimmt. Ist halt so, ne? Ist dein Gewissen rein, Jason? Wow, Fuli. Dieser Ort. Die kommen wieder hierher. Ich kann dich denken hören. Wir warten darauf, dass was passiert. Vielleicht sollten wir selbst dafür sorgen, dass etwas passiert. Wir haben was fällt dir denn vor? Eine Stange Dynamit, 60 Jahre alt. Und tun ihnen irgendwie weh. Hey, was auch immer passiert, ich deck dich. Wir kämpfen zusammen. Es geht nur so. Bin ich jetzt eine Zierstute oder was? Wir tun ihnen weh? Beleidigen wir sie? Ich bin kein Fan von der Idee, also... Nee? Nee. Ich würde gerne hier rausgehen. Gute Idee. Ach Quatsch. Wir sind doch gerade erst hier angekommen. Ist auch ein bisschen dreckig hier unten. Ja. Und wir haben nicht mal Masken. Zum Putzen mitgenommen.
Gute Idee, Lurker. Ich hoffe, ihr habt alle gut gegessen. Wir brauchen Feuerwerk! Was ist das? Alien Isolation, nee, danke. Ich finde, es sieht mehr nach Cthulhu aus. Bleib bei mir. Von hier kommen diese Viecher wohl her. Ach echt? Ganz ein Schlauer. Wo zur Hölle sind sie? Ich hab doch geglitzert. Hab ich mich eingebildet. Hä, da wo... Nein, ich wollte... Da... Hat geblinkt? Nicht springen. Sieh mal. Eine kurze, ich würde gerne mal die Sammlung und Charaktere angucken, ne? Okay, mach mal. Alter, Jason und ich sind einfach best friends forever. Hey, alle mögen mich voll. Selbst Eric ist auf über Hälfte. Ja, mich mag nur Eric nicht. Ich bin einfach voll der beliebte Hengst. Erwachsen bin ich, mutig, sachkundig, stur, ein bisschen pflichtbewusst und ein bisschen hoffnungsvoll. Ich bin sehr pflichtbewusst, pragmatisch, zuversichtlich und heroisch. Toller Mensch. Es ist übrigens eine Kopfentscheidung, dass man sich für Eric entschieden hat. Oh. Hä, das ist alles nur Kopfentscheidung oder was? Das ist... Okay, also Eric und Rachel sind halt kein Liebespaar, die sind ein Kopfpaar. Es sind alles Hirnentscheidungen, die wir getroffen haben. Alter, es ist wir nur haben halt Hirn. Alle kein Herz. Was? Joeys Verbandskasten wurde nie gefunden? Toll, hast du das gemacht. Das war bestimmt deine Stelle. Verbandskasten? Nick ey. Wurde verletzt. Salim wurde verletzt. Jason ja, wurde verletzt. Nicht umgebracht, ja. Oh. Eine der Kreaturen trieb Rachel in den Katakomben in die Enge und infizierte sie. Aber hey, wir finden schon noch ein Gegenmittel, oder? Ja, lass mal impfen. Ich meine, vielleicht will sie auch gerne ein Vampir sein. Ja. Möglich. Nee, hier nicht so. Pudin. Was hältst du davon? Dieser Ort könnte schon seit tausenden von Jahren hier unten sein. Gott hat sie nicht erschaffen. Nein. Vielleicht sehen wir das von der falschen Seite. Was soll das denn heißen? Leute, da! Wir sind die Eindringlinge. Da! Der hört uns. Bleib bei mir. Okay. Ich gehe nirgendwo hin. Jason. Du hast die Mistviecher gesehen. Die sind nicht sehr gesprächig. Das ist halt wirklich Cthulhu. Wo ist er denn jetzt? Hä, du wolltest dir das Ding angucken. Freund, wo bist du hin?
tief unten sind wir wohl. Schwer zu sagen. Hier unten verliert man das Zeitgefühl. Also, oh. Ups. Ich hab gedrückt, weil ich keine Pfeile gesehen habe. Überall dieses Moos. Naja. Kommt's mir nur so vor? Ich folge dir mal. Ist aber tot, oder? Puh. Wird's nicht anfassen. Mach du doch. Weichei. Musst du alles anfassen? Ja. Oh! Das war knapp. Fick dich! Danke. Mach sowas nie wieder! Ich hab nicht damit gerechnet, dass ich plötzlich ein Quicktime-Event machen muss, weil du irgendwas anfassen musst. Ich wollte aber gucken, wie sie es anfühlt. Sie muss Millionen Jahre alt sein. Ey, wegen so einer Scheiße zu sterben, ne? Ich bring dich um, wenn du wegen sowas stirbst. Ist das nicht so die Drohung, die ich erwartet hätte? Ja, das Ding stand unter Denkmalschutz. Fass du was nie wieder an. Okay, okay. Ach, das warst du. Also ich lebe ja noch, du nicht mehr. Haha. Ja. Ha. Wir hätten beide sterben sollen. Schau ihn an. Die Rüstung. Totaler Methusalem, der Kerl. Wieso lebt er noch so krass? Scheiße. Hast du das gesehen? Der lebt. Das ist unmöglich. Fassen wir nicht wieder an, bitte. Ist nichts unmöglich. Oh, scheiße. Der war die ganze Zeit lebendig und sitzt hier mit halbem Kopf rum. Die Flüssigkeit hat sein Fleisch erhalten. Sein Gehirn. Was sollen wir tun? Er kann nicht so bleiben. Ja, nun, er hatte Zeit, sich daran zu gewöhnen. Ich mein's ernst. Nein. Das lockt die Vampire an. Ich mache es. Also Dexter, bist aber auch selbst dran schuld, so wie du mit Dominik letztes Mal geredet hast, dass du kein Freund mehr mit ihm sein willst. Das war gemein. Ich hab dich schon wieder umgebracht. Ja, toll, dass du es zweimal machen musstest. Ja, Dex, dann muss er aber auch nicht erwarten, dass er nett zu dir ist, weißt du? Das meine ich. Schon wieder Feuerwerk? Ja, ja, aber da war gar nichts, glaube ich. Also zumindest habe ich es nicht gesehen. Vielleicht war ich auch einfach blind, aber... Ja, da muss ich hin. Da leuchtet's. Ja. Und los. Hä, wieso bist du denn ich jetzt hätte plötzlich? Schon also... alle... Ich war da als erstes. Ja. Ja, aber gerade so fuhr den. War schon knapp. Kann ich Rachel wieder spielen? Nick meine ich. Nick möchte ich spielen. Kann ich Rachel jetzt einfach nicht mehr spielen, weil sie infiziert ist? Das fände ich schon ein bisschen gemein. Ich mag auch infizierte Menschen, okay? Diskriminierend. Hast du diesmal zuerst? Ja. Hä? Was war das für ein Skip? Weiß ich nicht. Ah.
so viel klettern. Ich weiß halt nicht, also ich mag die Stelle gerade überhaupt nicht, weil ich da niemals hingegangen wäre. Ja, aber wir konnten es ja nicht wirklich entscheiden. Ja, ach. Also. Ja, das ist doch der Grund, warum ich sage, ich mag die Stelle gerade nicht. Hätte ich mich dafür entschieden, könnte ich nicht meckern. Es klang jetzt so, als hätte ich mich dafür entschieden. Dominik, es dreht sich nicht alles um dich. Nicht? Verdammt. Schnauze. Jason. Was ist? Schau. Na toll. Das klingt aber schön. Ja. Oh, da sind solche Knatzelbatzel. Ich sehe halt mit diesem blöden Feuerzeug gar nichts. Da sind auch Knatzelbatzel. Okay, du läufst mir hinterher. Ich bin dabei. Bist du gerade ernsthaft über die Knatzelbatzel gelaufen? Bin ich nicht, ich stehe hinter dir. Okay. Aufpassen. Knatzelbatzels. Überall Knatzelbatzels. Willst du mir deine Taschenlampe geben? Trotz Taschenlampe traue ich dir nicht zu, dass du da durchkommst. Ich komme da durch. Ja, weil ich vorgehe. Aber gib mir deine Taschenlampe. Ja, dann nimm sie. Ich krieg sie nicht. Hey, da waren keine Knatzelbatzels. Guck mal. Das war fies. Da waren keine Knatzelbatzels dran. Ja, ich hab auch nicht. Ich hab sie auch nicht gesehen. Die Knatzelbatzel waren fliegend davon. Das waren ohne Knatzelbatzel-Dinger. Sammy, aber es sind keine Süßigkeiten. Und sonst so? Ich hab da was für dich! Ich geb Deckung! Los! Knecki, du warst echt die verdammte Kavallerie. Dachte, du wärst tot. Noch nicht ganz. Colonel, sie leben. Durch den Tunnel zu kriechen, war wirklich mehr als unangenehm. Oh ja, heul leise, meine Güte. Also, Entschuldigung, dass unser 5-Sterne-Service ja, ausgefallen ist. Zu sehen. Hier, meine Hand. Haha, ihr geht's gut. Mhm, gut. Gut, dass du hier bist, Mann. Dieser Ort. Aber an dem Stück war echt kein Knatzelbatzel.
Was ist das hier? Ganze Wurzel zählt das. Aber die kleinen Dinger waren doch die Knatzelbötzels. Ein Plan muss her. Wir machen die Biester fertig und hauen ab. Guter Plan. Sergeant Kay, was haben wir noch? Wir haben, 8 Magazine und 556 FMJ, 3x40mm Explosivschuss, 2 9mm Pistolen und 4 Magazine. Das sollte passen. Und 2 Phosphorgeschosse. Oh, und ein Block. Composition C4. Und Dynamit. Was ist mit der UV-Lampe? Hat was abbekommen. Ich krieg das hin. Einen Moment. Und deswegen sollte er nicht der Colonel sein. Es reicht einfach nicht. Nip. Der ist der Schrauber. Und wir haben das hier. Wie viel hast du mitgenommen? Ist alt. Und ach, ich hab so ein bisschen eingesteckt. Es muss eben reichen. Keine Lunden. Aber wir können sie mit dem C4 hochjagen. Hoffen wir, sie ballern noch gut. Die Vampire kommen aus diesen Kokons. Ihr habt die ganzen Dinger gesehen. Da könnten Tausende drin sein. Wir jagen sie hoch. Fackeln so viele Mistviecher ab wie möglich und dann zurück nach oben. Machen wir es so, Sergeant? Hurrah. Bitte was? War das jetzt ein Ja? Glaube ja. Ich lasse nicht zu, dass er eine Waffe hat. Da sind wir schon drüber hinaus, Ma'am. Wir kämpfen gemeinsam. Was bin ich denn jetzt für eine rassistische Alte? Wir waren wohl auch hier. Schlimm. Wir sollten uns besser nach etwas umsehen. Da. Ich hab's. Nein, ich bin Rachel. Nein. Naja, ich bin schon infiziert, was soll mir noch passieren, nicht wahr? Wer bist du denn? Große Verantwortung jetzt. Ach, Eric, du bist es. Komm, ich helf dir. Geht schon. Ich hab das schon mal gemacht. Und ich viele Male seither. Kümmern, was auch? Fuck! Was rede ich da? Was stimmt nicht mit mir? Oh, Rachel, oh. Alles okay? Ja, mir geht's gut. Rachel. Geht schon. Mir geht's gut. Mach das selbst. Verpiss dich, du Idiot! Und warum standest du gerade in meinem Bild drin? Also. Verwerflich. Hi, Nick! Na? Sind wir sicher, dass das klappt? Wird es. Diese Sache zwischen uns beiden. Vergiss es, Nick. Ich wollte nur... Halt! Konzentrier dich auf unser Ziel. Nur so kommen wir hier raus. Mann, dieses Rumgeklippe von den Charakteren nervt mich so hart. Ne. Beamen sich einfach so durchs Bild durch. Oh Gott, Musik oder was? Je mehr ich über die musikalische Sprache dieser Kreaturen herausfinde, was? Desto fieberhafter überlege ich, wie sie hierher gekommen sind. Sie sind in den Tagen der Dinosaurier durch die Lüfte geglitten. Sind sie in den Tagen der Dinosaurier durch die Lüfte geglitten? Hat ihr riesiges Reich den Globus umfasst, als wir uns noch von Bäumen hangelten? Sie sind jetzt tot. Ihre Form ähnelt der unsrigen, aber alles andere an ihnen ist dem Leben, wie wir es kennen, fremd. Die Konsole zeigt anscheinend eine Sternkonstellation. Cetus, von der Erde aus gesehen, kamen sie von dort und haben die großen Weiten des Alls durchquert, um hier zu landen? Haben sie versucht, zurück nach Hause zu reisen? Also, wenn wir singen müssen, um mit denen zu kommunizieren, mache ich. Das finde ich gut. Hä, spielst du jetzt Salim oder was? Nee. Oh nein. Aber das war komisch, weil in der einen Platte musste ich meinen Speer werfen. Oh. Hä? Was denn? Warum? Feuerzeug anmachen nicht gut? Hä, die Charaktere! Achte doch mal auf Sachen! Ja, ich hab's gesehen.
Das war der Lehrer und das war, ja. war Fliss. Jagdopfer, pflanzt Parasit ein. Parasit reift heran, wird, stirbt. Parasit übernimmt den Körper. Können wir eine OP durchführen? Ich wollte nur nicht sterben. Hallo? Ich hänge! Ah, jetzt. Odin, das ist eine einfallsreiche Takt. Die sind ja nicht an unsere musikalischen Sachen. Weißt du, du bist viel zu festgefahren. Wir sind viel zu... Wir sperren uns selbst ein. Deren Musik ist einfach was viel Größeres. Sie kommen. Wir müssen es hier beenden. Mit unleserlich. Wenn mir noch genug Zeit bleibt, wird es meine letzte Handlung sein, dieses Tagebuch auf unleserlich. Vielleicht kann es als Warnung für jene dienen, die unleserlich. Die Knochen dieses Tempels sind blutgetränkt. Wir haben unentdecktes Gebiet betreten und etwas Uraltes und Böses aufgeweckt. Eine Blasphemie, die unbeschreibliche Form und Gestalt angenommen hat. Äonen haben wir als Kinder dieser Welt gelebt, nicht gewahr des Schreckens, der unter unseren Füßen schlummert. Nun haben wir blind die Tore zum Wahnsinn aufgestoßen. Ich habe Angst, aber wir müssen tun, was getan werden muss. Wir müssen diesen Ort für alle Ewigkeiten versiegeln. Für die Menschheit. Mary, es tut mir leid. Ich finde es übernommen, ich verdau dieser. Aliens getrunken. Nein. Ich will keine Aliens. Ich hasse Aliens. Aliens sind so langweilig. Das sind doch Vampir-Aliens. Na, das sind Vampire. Vampir meets Cthulhu. Darauf können wir uns einigen. Ich hasse Aliens. Z.H. Pullmann. Bestellung neuer Ausrüstung. Spitzhacken 12 Mal. Seil mindestens 300 Meter. Sperrholzkisten 29 Mal. Extern 1200 Mal 790 Mal 510 mm. Bogenlampen 20 Mal. Plus Generator. Brechstangen 4 Mal. Gasmasken 6 Mal. EVH. Wer auch immer dies findet, verzeihen Sie mir, was ich habe das... Was hat er davon? Geht es wirklich nur um diese Tafeln? Verzeihen Sie mir, ich habe das Dynamit sabotiert, um meine Kollegen daran zu hindern, diesen Tempel vor der Welt zu verbergen. Lady Bradshaw hat mich zu Recht hierher gebracht. Diese Kreaturen sind der Schlüssel zu unbegrenzter Macht. Hier liegen Geheimnisse verborgen, mit denen die Menschheit nach den Sternen greifen könnten. Vielleicht sogar die Unsterblichkeit erreichen. Bitte schützen Sie diese Ruine und nehmen Sie mir meine Taten nicht übel. Ich diene nur der Zukunft. Alice van Huyten. Du hast mitgekriegt, ich habe das Dynamit sabotiert. Mhm. Wir sollten es vielleicht nicht benutzen. Naja, es explodiert einfach nicht. Wir sollten uns nicht drauf verlassen. Darum geht's. Ist ja unbedingt ein Plot-Twist einbauen und Aliens aus den uralten Kreaturen. Ja, aber nein, das sind Vampire. Pff, hör doch mit Aliens, ich hasse Aliens. Ich weigere mich, Aliens zu akzeptieren. Die anderen großen Alten kamen. Auch von den Sternen sind es... Nein, 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 Clemmy, nein, nein, nein. Nein. Hast du alles? Ich hab alles. Mir geht's gut. Alles okay? Bisschen Bauchschmerzen. Nee, bei der Musik wird mir schlecht. Tut mir leid. Es muss etwas geben. Eine Sprache aus Akkorden, Tonleitern, schallbasiert. Mary spielte Klavier. Sie hat es entschlüsselt. Sie dachte, die Gravuren stehen für Sterne. Siehst du? Das ist Cetus, der Wal. Wir sind weit weg vom Nachthimmel. Es ist ein Rätsel. Dem Tagebuch nach hatte das Gerät nur eine einzige Tonleiter. Mary hatte sich's allein angesehen. Es könnte eine weitere geben. Ich brauche deine Hilfe. Was kann ich tun? Diese Konsole muss von zwei Personen bedient werden. Es ist kein Alien, Alicia. Wir haben... Das sind keine Aliens. Was?
komisches Rätsel. Ich muss nur im Kreis klicken. Ja. Nein, nicht Alien Isolation. Wir haben uns darauf geeinigt, keine Aliens. Es sind Vampire. Punkt. Wie lange müssen wir das so machen ungefähr? Weiß ich nicht, aber ich mach doch das, vielleicht was müssen wir das irgendwie synchron machen oder so? Okay, runter. Mhm. Links. Links. Hoch. Rechts. Okay. Aber irgendwas ging ja an vorhin. Ja, das weiß ich. Also deswegen ist, wer war auf dem richtigen Weg? Mach du mal vor, ich mach so nach. Weiß ich nicht. Kann man das in einem Zug drehen? Nee. Da oben sind ja Zeichen. Jetzt kannst du mal aufhören. In die andere Richtung gehen. Du wolltest doch nachmachen. Jetzt. Okay. Sag mal, Dominik. Ich bin oben. Oben! Ja. Oh, Gott. Kann ich einfach nach unten drücken? Nee, da passiert nichts gut. Aber was hast du da für ein Zeichen bei dir? Weiß, da können wir uns drauf einigen, Lars. Das ist okay. Ich wüsste nicht, was. Aber ich sehe da sonst auch nichts, was irgendwie einen Tipp gibt. Okay. Sieht aus wie eine Pfandbrüssel. Das ist unglaublich. Total. Ja. Mary glaubte, dass die Kreaturen einst friedlich waren. Ihre Sprache war Musik. Wie könnten sie da nichts fühlen? Dann geschah eine Tragödie. Ihr riesiges Reich. Der geht's nicht so gut. Unter. Ihre Musik verstummte und sie bekämpften einander. Was ist passiert? Eine Krankheit? Wahnsinn? Wurden aus den Architekten Killer. Was es auch war, es hat sie verändert. Jetzt sind sie voller Hass. Tiere, tote Wesen. Keine Opfer übrig. Sie schliefen und warteten. Und zwar auf uns. Ist dieser Scheiß glaubwürdig? Scheiße! Rachel! Irgendwie ist mir Nick doch lieber. Eric interessiert es ja null, was mit dir passiert. Ja, ist ja schrecklich. Rachel? Rachel? Ach, die gibt's auch noch. Oh shit, Rachel! Ach, jetzt fällt sie auf. Schön. Also du solltest keine ganze Phosphor Rachel! Dings für dich benutzen. Rachel! Rachel, sieh mich an. Es ist in ihr drin. Ihr geht's gut, keine Sorge. Mhm. Wir spielen jetzt Star Wars. Yay. Du siehst doch gar nicht, was ich sehe. Doch. Stimmt. Also ich nehme es an. Ich bin Rachel, du kannst nicht mein Inneres sehen. Spiel denkt wohl anders. Warum stecke ich mir Phosphor zwischen die Beine? Keine Ahnung. Jeder Hä? So sein. Nur für dich eine Phosphor... Nein! Tut mir leid. Verschwendung. Nö, das mache ich nicht. Hä, das ist total Verschwendung. Nimm einen Schuss. Keine Ahnung, er stecht dich mit dem Messer, aber...
Also, Entschuldigung, aber also damit kann man mehrere töten. Ja. Sie kamen von den Sternen. Das hier ist eine Arche. Tu doch was, sie wird zu einem von denen! Also mir geht's bitte, gut. Rachel, du musst durchhalten. Schön. Es bringt mich um. Ich mach dem Elend ein Ende. Halt sie fest, verdammt. Wir können sie noch retten. Es muss einen Weg geben, das darf nicht sein. Es geht nicht anders. Halt sie fest. Nein, wir sind alle... Wir werden alle glücklich, habe ich gesagt. Wir werden eine große, glückliche Vampirfamilie. Ja. Nenn mir einen Grund, warum nicht. Hey! Das andere war noch schlimmer. Du hättest auch einfach nichts sagen können. Ganz ehrlich, Süße, das wird nicht. Ich bin's, Jason. Bitte, lass mich leben. Ich kann das. Ich bin willensstark. Nimm einfach die UV-Lampe, dann kann das Viech nicht rauskommen. Ich weiß nicht, ob das für sie so gut ist. Weh, du drückst ab. Gut. Hey, wenigstens ist unsere Beziehung jetzt besser geworden. Ja, Mann. Ich weiß halt nicht, wie lange die hält. Ja, das kriegen wir schon hin. Nicht? Weil wir Hoffnung brauchen. Ja, richtig so. Für die Hoffnung. Dann raus damit. Für die Horde. Also, Flüssigkeit in den Kokons könnte was bringen. Fuck, ich glaube, ich weiß auch, was du hinaus willst. Ja, schmied mich ein. Flüssigkeit hält am Leben, aber man altert nicht. Woher willst du das denn wissen? Hab's gesehen. Da war ein Mann, bedeckt mit der Flüssigkeit. Und er hätte tot sein sollen. Aber er war es nicht. Diese Flüssigkeit könnte auch Rachel retten. Ist das dein Ernst? Das ist verrückt. Wir wissen nichts darüber. Ach, halt die Fresse, Erik. Es könnte die Verwandlung aufhalten. Die Kokons würden sie schützen, bis wir Hilfe holen. Die einzige Hoffnung. Na, auf geht's. Tu's genau. Einfach. Mach, dass es aufhört. Also, mir ist Nick inzwischen echt um einiges lieber als Erik. Ja, der hat ein bisschen verkackt, das stimmt. Ja, also Nick kümmert sich wenigstens. Ja. Also, weiß ich nicht. Ich würde mich nicht nochmal für Erik entscheiden. Ich find's gut, ich spiele einfach nur die getragen würden. Können wir tauschen? Keine Zeit mehr! Vielleicht können wir die Infektion rausbrennen! Bist du bescheuert? Brei dann raus! Ich kann nicht entscheiden. Das ist doch keine Warte! Hallo. Oh, das war in mir drin. Ich mache dieses Mistvieh kalt. Ich mache das kalt. Ganz langsam. Töte den Parasiten. Wo bist du? Ich mache das fertig. Kuckuck! Hä? Die Lampe schwebt! Die fliegt einfach! Ah, jetzt nicht mehr. Wow. Doch, jetzt auch wieder. Wo ist sie? Wo ist dieses Mistviech? Ich glaube, es wäre besser, wenn du es findest, ne? Weil Lampe und so. Ich kann es aber nicht, ich kann die Lampe nicht bewegen. Das ist das Blöde an der Sache. das ist ein Problem. Also tatsächlich ist das ein Problem. Wenn ich die Lampe nicht bewegen kann, kann ich sie auch nicht ausbrennen oder so. Oh. Hä? Hallo, was läuft hier denn immer weiter? Das Spiel ist so kackbuggy. Hast du dich gerade weggebeamt? Moment, ich glaube, wir müssen neu starten.
Oh. Kann mir mal jemand helfen? Ein Geheimnis. Das ist aus mir gekrochen. Ja. Bug beseitigt. Wortwörtlich, ja. Immerhin geht's Rachel jetzt wieder gut? Ja. Sie lebt halt wirklich. Du, was ich sehe? Das besteht alles aus Kokons. Tausenden davon. Legen wir den Sprengstoff dort. Verbrennen sie. Das Dynamit ist... Das sollten wir nicht nehmen. Naja, nehmen okay, aber nicht drauf verlassen. Ja, aber es bringt halt nicht so viel. Shit. Verlassen hier weg. Papp, schnell. Okay, aufgepasst. Wir haben viel eingesteckt. Brüder verloren. Und Schwestern. Aber jetzt. Herr Clarice. Ach so, doch, Clarice. Zu rächen. Wir bringen überall an den Gebilden Sprengstoff an und benutzen dann die Fernzündung. Sobald das Zeug hochgeht, machen wir, dass wir wegkommen. Mit etwas Glück rösten wir nicht nur ein paar Vampire, sondern lenken auch welche ab. Wenn wir hier sterben, nehmen wir wenigstens ein paar dieser Viecher mit. Okay. Ganz kurz. Ich will wissen, was das mit dem letzten war. Hotel. Okay. Warum? Ich verstehe diese Vorahnung nicht. Ja. Vor allem, sie heißt Hotel. Klingt echt seltsam. Okay, ich muss mein Rohr werfen. Ja, das Kante. Aus dem nächsten Game wahrscheinlich. Oder aus dem letzten. Nee, klar, das ist der Teaser. Nee, aus dem letzten, weil das ist ja... Ja, ja klar, ist mit Lauf, aber... Wessen Hand ist das? Ist das Eric? Der Lehrer verbrennt und Fliss verbrennt, die aber nicht Fliss ist. Fliss hatte keinen Nasenring. Ja. Ich verstehe es nicht. Komm. Naja. Wir machen einfach weiter. Scheiß auf Vorahnung. Solange Rachel überlebt, ist alles gut. Wer platziert das Dynamit? Na, scheiß drauf. Ich mach's. Nein! Du spinnst. Wir machen's zusammen. Ja, okay. Hey, die sehen uns, wenn noch mehr von uns da unten sind. Nimm den Zünder, falls ich es nicht schaffe. Nick! Hör zu. Falls ich's nicht schaffe, musst du die Dinger hochjagen. Aber ja, nicht zu früh dann rumfummeln. Du bleibst immer in Funkkontakt, klar? Und wenn ich keinen Empfang habe? Gebe ich ein Leuchtsignal. Wenn du das siehst, drückst du den Zünder. Sei schnell und vorsichtig. Verstanden, Kumpel? Hattest du gerade die Entscheidung, ob du die Lampe mitgibst? Nee, hatte ich nicht. Was ein Arsch Erik ist! Ja. Alter, ernsthaft! Der begibt sich voll in die Höhle des Löwen, aber die UV-Lampe, ne, die behalte ich. Boah, Erik ist so ein scheiß Drecksack, echt. Scheiße. Das nächste Mal nehme ich Nick. Hängt das von der Beziehung ab oder so? Ach, oh Gott. Schwer zu erkennen. Oh Gott, was mache ich denn hier? Da ist einer vor ihm.
links von ihm. Das ist rechts von ihm. Die Kokons vor dir brechen auf. Mach schneller, Mann! Was sind das für Maschinen? Ja. Ich sehe ihn nicht mehr. Erste Ladung platziert. Over. Ich bin gerade Salim der Speer. Das ist schön. Links, rechts. Nicht der Heslon wieder! Mann, ich hasse meinen Charakter. Ja. Aua. Bitte verlier deinen Arm nicht, du brauchst beide. Ja. Nein, das macht die ja so wild. Mhm. Aber es ist eine gute Ablenkung vielleicht. Ja, das stimmt. Herzschlag, okay. Ja, hatte ich. Falls es vibriert hat bei dir, sorry. Ja, einmal ab. Hattest du aber gerade noch mal Glück, hä? Das stimmt. Komm zurück, Clemmy. Ich sehe es irgendwie ausgegangen. Scheiße auf dem PC, du hast gerade andere Probleme. Ja, aber ich sehe meinen Discord sonst nicht mehr. Also ich kann mich gerade nicht muten. Ja, okay. Du hast gerade andere Probleme, okay? Ja, wartet, Vampire, ich muss mich kurz muten. Ist aber auch fies, dass du jetzt das letzte mit meinem Charakter spielst und erst durch kannst. Wird langsam brenzlig da unten, Bruder. Lass den Rest vom Sprengstoff liegen und komm zurück. Seh dir das an. Der Jackpot. Das ist zu weit. Geh kein Risiko ein. Mach ich nicht. Ich komm zurück. Das will ich sehen. Hurum kehrte als einer der Untoten zurück. Hurum folgte den Überlebenden, nachdem Nick sich frühzeitig aus dem Kokongewölbe zurückgezogen hatte. Ist das jetzt schlecht oder nicht? Naja, mal gucken, ne? Ja. Hast du deinen deinen PC jetzt fertig? Ja, hab's wieder entsperrt. Danke. Ich dachte mir, können wir gleich mal nehmen. Ja. Drück den Knopf! Neues! Yay. Also wir sind nicht schuld an Tod der Menschheit. Das ist nicht auf unser Mist gewachsen. Wir hätten einfach gehen sollen. Ja. Das wäre echt ein Problem. Alter, Eric, du bist so ein Lappen. Ich hab das mal richtig repariert. Ja, jetzt lass es liegen, genau. Ja, das stimmt. Die einzige wirksame Waffe. Okay, keiner ist Rachel. Irgendwie ist Salim so mein Charakter geworden, ne? Ja. Ja, toll. Nee, ich bin weg von dir. Bin umzingelt. Ich stecke in der Klemme. Vampire.
so viele Vampire. Warum passiert jetzt nichts mehr? Ich muss ja nicht mal Herzschlag machen. So, hä? Salim gehört zu uns. Marines lassen niemanden zurück. Hörst du mich, Salim? Falls ich es nicht schaffe, sag meinem Sohn, ich habe alles versucht. Sag's ihm selbst. Ich komm dich holen. Ihr Sift. Ja, Salim, verlass dich mal nicht zu sehr auf mich, ne? Also, ich versuch's, aber hey! Danke! Bitteschön? Ich muss Salim da rausbringen. Ich schwöre, ich muss Salim da rausbringen. Wohl auch Spaß haben. Ich hoffe, du schaffst das. Nein. Oh Mann, Dominik! Jason! Das war die Vorahnung! Ich hab ihn! Hast du das Ding gerade ernsthaft zu mir geschmissen? Willst du mich jetzt verarschen? Hab ich. Hast du gut gemacht. Danke. Verschwinden wir. Weißt du, nur weil du so ein Angeber bist und da irgendwie rumbalancierst und hier und statt einfach normales Magazin zu wechseln. Der hat dabei hässliche Zähne. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott, ich hab's nicht gesehen! Weißt du was? Die wollten, dass ich es nicht schaffe. Weißt du warum? Warum? Es war einfach rechts, ganz unten in der Drecksecke. Das ist ja scheiße fies. Ja gut. Oh, ich hasse das Spiel. Ja, also als mies. Vorwarnung, so, ne? Also Quicktime-Events können überall sein, nur so damit. Okay, also ab jetzt ist das Spiel will uns tot sehen. Ja, verstehe. Okay. Das ist Jason, Clemmy. Jason. Ja, also sagen wir ganz ehrlich, bis auf Eric, der Charakter. Also gut, Jason hätte als erstes. Ist okay. Jetzt ist Eric dran, wenn einer stirbt. Ist auch okay. Ja, jetzt habt ihr halt den Arsch gerettet, um dich sterben zu lassen. Völlig normal. Typisch. Nick ist der Schwarze, mit dem ich gebumst hab. Der da, der Linke. Wo zur Hölle ist Jason? Ja, du, also. Mhm. Ja, also, weißt du? Er gab sein Leben. Für meines. Na ja. Er hat ihn erwischt. Dieser Mann. Er hasste dieses Land und hat dich gerettet. Alter, Erik, ich schmeiß dich aus dem Fahrstuhl. Ja. Du lügst. Kann er springen, bitte? Jason. Es nützt nichts. Er ist tot. Fuck, lass mich in Ruhe. Jason! Also, falls der nächste stolpert, dann bitte Erik. Oh Gott, ich muss Rachel spielen. Ich muss Erik spielen, also ja. Ja gut, du stirbst ja eh, weil ich nicht, also, ne? Also, fuck. Also, ist egal. Denk dran, überall kann dieses scheiß Quicktime-Event sein. Hier lang, schnell! Keine Ahnung, ich hab eine PS5, tut mir leid. Komm schon.
Wir gehen zusammen. Lieber allein. Hi, Clarice. Clarice? Ja. So nicht tot. Ich werde unkonzentriert. Kannst du dich jetzt töten? Hallo? Dominik, was machst du? Ich bin dabei. Das hat jetzt ewig gedauert. Tschüss, Clarice. Ja. Hat das auch ewig gedauert? Die hat sogar Schwarzbild. Ja, bei mir sah das halt aus, als hättest du dreimal so lang Zeit gedost. Ich hätte sie nie gehen lassen sollen. Hätte ich sie doch nie hergebracht. Es war jetzt nicht so, dass ich mich entschieden habe, sie gehen zu lassen, zu meiner Verteidigung, ja? Mhm. Hätte ich sie doch nur hierher gebracht. Ganz ehrlich, Erik, du kannst doch gern zu deiner Clarice und dann nehme ich Nick. Oh. Schlimm. Noch nie so eine schlechte Entscheidung getroffen. Ja. Ich hätte von Anfang an Nico mitten sollen. Der war wenigstens lieb. Uns in den letzten 5 Sekunden verreckt? Ist das jetzt euer Ernst? In den letzten 5 Sekunden? Ja. Ja. Ja, scheiße, Erik hätte auch noch sterben können. Das sind die beiden letzten, die hätten sterben können, scheinbar. Ja. Ich habe meine 3 rausgebracht. Wie haben wir das bloß überlebt? Geht es euch gut? Ja, Rage, das frage ich mich auch, wie du das überlebt hast. Sie bräuchte mal ein Bad. Ja, alle bräuchten mal ein Bad und auf jeden Fall ganz viele Spritzen. Dropkick an Coyote 2. Funkcheck, over. Ich bringe den Müll raus? Ja? Hallo? Hä? Salim lebt. Hier spricht Coyote 2, bestätige. Wird vorbereitet. Ankunft in 5 Stunden. Was? Ja, lasst euch Zeit. Ist jetzt nicht eilig. Ihr ne? wisst, dass wir in Irak. Verstärkung ist unterwegs. Wir haben einen der irakischen Armee dabei. Ihr wisst, dass das nicht so cool ist. Echt erstaunlich, wie hell es hier ist. Hallo, Sonne. Bin ich froh, dich zu sehen. Ich muss zurück zu meinem Sohn. Er macht sich sicher schon Sorgen. Ja, du sollst da echt verschwinden. Ja. Oh, das ist aber hübsch. Ja. Oh. Nein. Nicht nochmal. Dominik? Ist das so gut? Hi! Rein da! Los jetzt! Rein! Wenn wir hier bleiben, Abwehr vorbereiten! Sofort alles abriegeln! Dann merke ich, dass Erik das Sagen hat, ne? Ja. Ich gebe die ganzen Befehle. Finsternis! 6 Minuten! Wir müssen nur durchhalten! Das schaffen wir nicht!
Beschwer dich doch beim Mond! Hey, bei mir wird sie beschwert. Sie dringen hier ein! Hi, Kuckuck! Musik, wir müssen singen! Atemlos durch die Nacht. Es wird, glaube ich, nicht. Ich hab dich, Nick. Nehmt Eric! Wir schicken sie zurück in die Hölle! Zurückdrängen! Muni fast leer! Muni, die spielt auch Shooter, hä? Mein letzter Clip! Gibt es nichts Besseres zu sagen? Feuerwerk? Sonst nichts? Keine Munition? Zünden. Wir halten sie auf. Frohes Neues. Teil 100. Feuerwerk. Also Feuerwerk kann auch tödlich sein, also jetzt. Stimmt. Und ist er schon wieder. Unser Freund. Oh Gott. Ich weiß gar nicht, wer ich bin. Ich auch nicht. Ich bin Rachel immer noch. Okay. Du hast es gut im Griff. Ja, ja. Mach so gut. Ich bin krass. Wollte ich nur mal erwähnt haben. Ja. Brennen die Augen aus. Ja, das wird nicht. Oh. Können wir ihn mal eins in den Arsch stecken? Ich bin wirklich dafür. Ich drück mal einen dran, Moment. Das bisschen tötet ihn? Das ist aber auch komisches Feuerwerk. Da macht er gar nicht Boom, Boom, Bam. Dann müssen wir ja Signalfackeln. Ja, eigentlich schon. Das reicht nicht aus. Es war mir eine Freude. Och, Salim, Salim. Du musst deinen Sohn wiedersehen. Was? Rachel? Was, Rachel? Ich konnte nichts machen. Ich auch nicht. Helfen vielleicht? Oh. Ach, du auch nicht, okay. Nee, Eric ist auch nicht so toll. Spiel ich jetzt allein oder was? Ich glaub schon, ich guck nur zu. Oh Gott! Das ist so kacke, ich weiß nie, wo es auftaucht. Ich brauch einen kleineren.
Ich brauche wirklich einen kleineren Monitor für solche Spiele. Ich lenke mich schon zurück, was ich irgendwie alles sehe. Hey, da müsste ich auch drei machen können. Oh, ernsthaft? Also jetzt reicht's aber. Ich finde, ich hab genug gemacht. Sonne. Ich würde jetzt raus in die Sonne gehen. Bin ich ganz ehrlich, ich würde da jetzt rausgehen. Können wir noch eine Sonnenfinsternis haben, bitte? Nein, mein Daumen tut weh. Oh. Uff. Ich finde diesmal auf Jason, also das, damit kann ich leben. Okay. Ich muss zu meinem Sohn. Das sagtest du bereits. Dann geh doch jetzt endlich. Ja, jetzt geh mal, bitte. Ein Souvenir. Können wir ihn wenigstens umarmen? Ja. Bin dafür. Salim, Salim. Wenn der jetzt erschossen wird von unseren Freunden. Oh. Ich bring die alle um. Ich schwöre. Ja. Ich nehme meine nachtaktiven Freunde und dann hetze ich die alle auf die Armee. Ja. Dem passiert nichts mehr. Wie so mit dem Seitenangriff. Genau mit sowas habe ich gerechnet gerade, Lurker, tatsächlich. Dass so ein Helikopter einfach so hinter so einem Berg auftaucht und einfach nur bam, irgendeine Granate drauf wirft. Können wir ihn erstmal auf dem Bild laufen lassen, bevor er die Theorien sagt, weil sonst machen die es echt noch. Ende gut, alles gut. Dem geht's gut, der hat Freunde gefunden da unten. Der ist halt jetzt ein Spieß. 1-4, siehst du die Verbündeten? Die fragen sich gar nicht, was da so auf dem Dach liegt, ne? Nö. Das ist ganz normal. Also die Sonne ist bald wieder untergegangen, wollte ich nur erwähnt haben. Ja. Welch ein herrlicher Anblick. Ja, du nicht, du solltest mal duschen. So wunderschön. Habe ich gut gemacht, Jason zu töten, oder? Ja, ich war ja schuld, glaube ich. Hast du da auch was verkackt? Mm-mm. Wieso muss ich dich immer retten? Kannst du dich nicht selbst retten? Oh, jetzt kommt Chris Redfield. Das ist wie bei 7. Ja. Oh, schmeiß ihn einfach raus. Schmeiß ihn einfach raus. Sein Grinsen nervt mich schon. Schmeiß ihn einfach raus. Umarmen. Warum lächelt er? Er hat Jason verloren. Also und Rachel. Oder ist der Anfang von Outer Side? Nein. Nein, Frodi. Denn das wäre böse. Herr Kurator, lobst du jetzt? Ah, der ist... Die rechte Kerze mochte sowieso kein Mensch. Ja. Die jetzt noch stehen, die standen frei. Und diese fielen frei. Aus dem Hubschrapp, oder was? Nicht schlecht. Einige Schützlinge kehrten ans Licht zurück. Andere blieben in der Dunkelheit. Überleben hat oft einen hohen Preis. Einen Preis, den manchmal andere zahlen müssen. Ich freue mich auf unser nächstes Treffen. Vielleicht
wähle ich nächstes Mal eine etwas wohligere Geschichte. So wohlig, dass Sie nachts noch schön durchschlafen können. Trailer? Doch was er auch sein wird, der Abschied wird Ihnen schwer fallen. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Der war echt selten. Also, wirklich, der Kurator war mit zu wenig da. Ja. Far Cry 6. Bist spät dran und siehst scheiße aus. Danke. Ein Nachtflug hinter mir, was denkst du denn? Guter Flug? Scheiß Film, scheiß Essen, null Beinfreiheit. Musstest hinten sitzen? Neben den Klos. Schön. Der Kaffee war nicht übel. Echt leckere Muffin. Das ist der Lehrer, glaube ich. Auf dem Flug. Klingt so. Wie läuft es mit dem Analyseteam? Das ISG-Team erlitt Verluste, aber es war kein totaler Reinfall. Mussten nur ein paar vom Boden aufkratzen. Die Ärmsten. Und die Kreaturen? Sowas haben wir noch nie gesehen. Kolchak Jason, First Lieutenant, Marine Force Recon. Bester der Besten, was? So wird er angepriesen. Gefallen. Todesursache? Bin kein Arzt, aber ich denke, es war die riesige Brustwunde. Sie haben einen Speer daraus gezogen. Ein Speer? Sumerisch, wie es scheint. Das geht in die Geschichte ein. Sie haben sich mit einem irakischen Soldaten verbündet? Republikanische Garde, falls man es glauben kann. Muss ja schwer Eindruck auf Kolchak gemacht haben, wenn er ihn gerettet hat. Bin gespannt, ihn zu treffen. Pech gehabt. Er ist weg. Was soll das heißen? Ist abgehauen, bevor das EVAC-Team aufkreuzte. Ist vielleicht schon über die Grenze. Gerissener Mistkerl. Warum wollte Kolchak wohl seine Hilfe? Das Analyseteam sichert noch Proben am Ort des Geschehens. Es war ein Gemetzel. Sie hatten Dynamit? Wir wissen nicht, woher sie es hatten. Nein, 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 nein. Schluss jetzt. Ich hab's schon gesagt. Es war eine Stadt, eine ganze Stadt voll mit den Dingern. Da waren Kokons. Tausende von den Dingern. Wie viele der Organismen lebten dort noch? Zu viele. Ich hoffe bloß, dass sie alle verbrannt sind. Das ist ja wie damals mit Winterfold. Aha. Ah, und hier ist Colonel Eric King, unser Genie vom Dienst. Mit sowas hat er wohl nicht gerechnet. Vergessen Sie alles, was Sie über Biologie wissen. Die Wesen sind hochentwickelt. Sie sind stärker als wir, intelligenter als wir. Wenn Sie der Lage Herr werden wollen, sollten Sie mich besser ernst nehmen. Niemand von uns zweifelt am Ernst der Situation, Colonel. Schließlich sind Menschen gestorben. Ich habe überlebt. Ich werde dafür sorgen, dass diese verdammten Dinger an ihrem verdammten Grab bleiben. Sprechen wir über Kalos. Tja, glauben Sie mir jetzt? Das ist Miller. Die durfte immer noch nicht duschen. Befragen? Ihre Prioritäten sind echt verdreht. Die Dinger sind noch da unten. Was unternehmen Sie dagegen? Um das zu besprechen, werden wir später noch Zeit haben. Vorerst sollten Sie sich glücklich schätzen, dass Sie noch am Leben sind. Es ist das reinste Wunder, dass Sie da unten überlebt haben. Ich habe gelernt, mich nur auf mich selbst zu verlassen. Ich war stärker als alle. Wir kommen bald wieder. Was? Ich dachte, es war, weil wir alle zusammengehalten haben. Ja. Na klar, bleibt es dabei. An den Job werde ich mich nie gewöhnen. Warum solltest du? Zumindest war es örtlich begrenzt. Ja, dieses Mal. Hallo, Veritas. Also, was hältst du von all dem? Das ist unwichtig. Es ist nur wichtig, den Informationsfluss zu kontrollieren. Die Weltöffentlichkeit wird nie davon erfahren. Das ist halt die traurige Wahrheit. Wenn es sowas jemals geben würde... Ja. Oh. Dominik? Ja, ist schon deaktiviert. Ah, danke. Bitteschön und hallo, Veritas.
Kommt da noch ein Trailer? Ich hoffe doch. Also, glaubst du gut, dass das VOD-Dings ist? Ja, glaube ich auch. Also, das ist nicht so DMCA-frei, nehme ich an. Finde ich nicht so, den. Nee, ich auch nicht. Bei einem war schon immer so eine Musik bei Dark Pictures. Das war immer Metal. Ich sah aber schon immer so. Also, ich sage nur das Intro, das ist halt ein bisschen melodischer, nenne ich das mal. Ja. Aber das Ende war immer so. Ja. Echt das Erste? Also, gameplay-technisch vom Spielen her fand ich, war das besser als die anderen bisher, aber storytechnisch kann ich dir die anderen echt noch mehr empfehlen. Ja, dem stimme ich zu. Komm zurück, Rocky. Oh. Mal gucken, ob wir jetzt einen Trailer kriegen. You want to know what it means to be a killer? Think of the most profound thing you've ever done. The most beautiful thing you've ever created. And I promise you, it's nothing compared to watching the life bleed out of someone. To see the fear in their eyes. To feel them pawing at you for release. To hear them pleading, begging. That's true art. That's what you have to be, an artist. And good stuff! I've left my mark on the world. Have you? Hey, what the fuck? Ach schön, wir werden kranker sehen. Was ist One Final? The Devil in Me. Alter, das ist ja mega cool. Ja. Season 1. Heißt es, wir kriegen dann endlich neue Schauspieler? Wahrscheinlich. Machen sie also zwei Staffeln aus den 8 Teilen. Alter, das ist ja mega cool. Ja. Können wir es morgen schon haben, bitte? Vor allem, also die Rothaarige war ja mal endlich was Neues. Ja. Okay, ich würde den Trailer nochmal sehen. Okay. Ich weiß noch nicht, wo es ist. Gibt's ja nicht. Warum ist Fassmann in Twitter-Trends? Weil es ein Dings gab. Ein Update. Aber dann würde ich sagen, ich verdrück mich dann schon mal aus dem Discord. Kannst du machen. Und baue hier schon mal wieder den PC um, damit ich dann schön den restlichen Stream genießen kann. Also danke fürs Mitspielen lassen und bis dann. Danke fürs niemanden töten. War mir eine Ehre. Bis dann. Tschüss. Bis dann. Naja, also Ashley war ja jetzt schön, aber also fürs Nächste, weißt du? Hä? Wo kann ich den Trailer nochmal sehen? Tja, warum ist der Trailer nicht mehr da? Ich dachte, bei Bonusinhalte wäre der. Rocky, das sieht richtig krass aus, ne? Sehr viel mehr Action. Das auf jeden Fall. Fand ich aber jetzt gar nicht so schlimm. Also, wie gesagt, das war halt storytechnisch überhaupt nicht meins. Also, weder das Kriegsszenario noch das, was dann draus wurde. Überhaupt nicht meins. Aber gameplay-technisch haben sie es halt echt besser gemacht, finde ich. Ja, danke schön, Blossad und Hallihallo. Jetzt könnt ihr mal gucken, wie Ashley Tisdale wirklich aussieht, ne?
queen bitch finds out about this, she's gonna flip her shit. Rachel and I, we know each other. Sir? Ja, können wir jetzt Ashley Tisdale sehen? The queen bitch you're referring to is his wife. Nice work, Hotshot. Ashley Tisdale, welcome. Now, Ashley plays Rachel in Supermassive Games' Dark Pictures Anthologies, House of Ashes. Mein VOD. All right, okay. Ashley, what can you tell me about your character? My character, Rachel, is a CIA operative, and it is taking place in 2003 in the Gulf War. And she is on a mission to find chemical weapons. So she's pretty badass. Wow. This is your first time doing a video game. This is my first time, yeah. Wow. So how does that process compare to maybe the stuff that you've done, you know, on camera before? I think that it's just very obviously a different approach to it. I do a lot of voiceover for animation series. So I would say it's more in line with that because you're in a studio all day. And it's like you and the script, and then also like some of the other characters, but it's just like kind of going through it really fast versus, you know, one scene on a TV show or a movie could take like an hour to 2 hours. So you're constantly going through it. It's a really long process, but it's cool, it's different. You're wearing like heavy machinery on your head and it's like getting all of your facial expressions. So it's pretty crazy. You can just be like completely like so muscular by the time you're done, your neck will be. I know. My neck is super strong. Yeah, the strongest neck ever now. Yeah. And how do you prepare for something nein, like that? Nein, ich immer noch genauso jung wie früher. It's not necessarily you're preparing for particular scenes. Zwei Jahre her. So varied. How do you really kind of get ready for it? I pretty much, you know, obviously read the script beforehand, but I don't spend a lot of time on it like I would another script like. Und immer wieder auf Twitter und Instagram sein, ne? It's the same thing of how I approach animations is that I know when I'm here, I'm gonna be with the director and they're gonna have me do it like multiple different ways because there is multiple different directions the character can go. Weil ja der Feuerflammentyp von Until Dawn ist, ne? I would maybe like put myself in this like, well, it's gotta be this way. And I wanna feel free to like be able to have them say, do it more sympathetic and do it more angry. And so I kind of don't fully prepare. I just know who the character is. Hey, Ashley Tisdale, Chapey Evans, war Liebe, okay? And I'm saying that I'm good. What is it? The guy who served me, I don't know. He was looking at me pretty strange. Probably doesn't get to see a woman like you around these parts very often. Especially one that showered. With any series or film, there's just that one linear path for your character. Yeah. And with this, you have the option of there's living many out the different multiple. Arcs. Yeah, how do you kind of keep it all straight or keep a, you know, a continuity with your character? Okay. Wir haben nicht mehr so viel Zeit. Ich muss noch die Demo schaffen und es ist halt echt schon spät, ne? Ich muss aber noch ganz kurz Pipi machen.